Schönen guten Morgen. So, ich lad mal das Spiel. Ich lad mal das Spiel, damit es losgehen kann. Ich will Progress drücken. Ich habe heute Morgen wirklich ganz, ganz lange überlegt, was ich spiele. Ich hatte eigentlich, mega Lust auf irgendwie ein Aufbauspiel oder sowas. Und dann dachte ich mir aber, naja, ich spiele jetzt ja nur so bis um 4. Dann machen wir ein Päuschen, ne, dass ich was essen kann, dass ich mit Maya rausgehen kann und so weiter. Und dann geht es später weiter und für so 3 Stunden jetzt ein Aufbauspiel anfangen, ist halt auch immer nicht so geil. Deswegen machen wir Progress in Assassin's Creed. Das fand ich irgendwie sinniger. Chris, ein wunderschönen guten Morgen, Hallöchen. Vorsorglich hast du das gesagt, vorsorglich. Na, ich würde doch niemals Biberleder empfehlen. Niemals. Würde ich nicht tun. Sasu, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, Avon Colony hatte ich halt auch mal wieder überlegt. Da würde ich mir aber lieber einen Tag tatsächlich Zeit nehmen, wo ich richtig, richtig Zeit habe. Wo ich wirklich richtig viel Zeit habe. Also wo ich mega fit bin. Und da würde ich dann Avon Colony mal wieder anhauen. Gibt es eigentlich eine Internetverbindung? Die ist von vornherein da. Jinju. WLAN und so, alles total krass. Ne? Also Internet ist da. Muss ja, sonst könnt ihr ja den Stream nicht gucken. Kaufoptionen unter deinem Stream über Twitch. Ach so, ja, Schmied, das ist immer. Das ist so bei den Spielen, die Amazon anbietet. Ja, und Assassin's Creed gehört halt logischerweise dazu. Logischerweise. Flo war ein wunderschönen guten Morgen. Dudbo, mein Hallöchen. Sasu, einen wunderschönen guten Morgen. Nein. So. Wir waren hier zuletzt bei der Pyramide. Und ich wusste nicht so richtig und mich hat geärgert, dass ich nicht zu diesem komischen Fragezeichen komme. Wartet mal. Ich würde, glaube ich, sehr, sehr gerne sogar mir diesen Pyramiden-Schnellreisepunkt besorgen. Oh, jetzt sind diese scheiß Fotos wieder aktiviert. Ich hasse das. Jedes Mal beim Start. Jedes verkackte Mal. Wir haben beim letzten Mal noch irgendwas gefunden. Warte mal. Knochenbrecher. Au. Au. Das klingt aber brutal. Morgen? Klar. Flo, natürlich. Was denn sonst? Nein, ich bin natürlich schon längst wach. Schon längst wach. Aber ich sag immer guten Morgen, wenn ich den Stream anmache. Außer nach der Arbeit. Das ist was anderes. Wie teuer soll es sein? Sehe es am Tablet nicht. Ich glaube, das ist echt teuer, Otti. Über Amazon. Ich glaube, das ist 73 Euro. Ich kann gerade schlecht gucken. Sieht es jemand unterm Stream? 73. 72? 73? Irgendwie so. Also es ist echt, das ist ziemlich, ziemlich teuer über Amazon. Schawupp. Oh. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt geht das wieder los. 72. Ach, Dollar sind das? Nicht Euro. Ah, okay. Das sind Dollar. Ah. Ups. Klettern erstmal hier ganz kurz auf die Pyramide drauf. Bei Steam ist, war es im Sale? Origins? Jetzt schon? Echt? Otti? Fliegen, einen wunderschönen guten Morgen. Oh scheiße, ich bin hier an einer ganz blöden Stelle. Ich habe eine ganz blöde Stelle zum Hochklettern rausgesucht. Muss mal nach unten gehen. Muss mal hier irgendwie nach links kommen. Am Rand war jetzt irgendwie nicht ganz so schlau. 50 Euro hat es im Sale gekostet. Naja, das sind 10 Euro weniger. Hallo? Liegen, habe ich dich jetzt begrüßt oder habe ich nicht? Einen wunderschönen guten Morgen. Hi. Das sind 72 Dollar. So 5 Euro? Nee, nicht ganz. Das ist ein bisschen mehr. Wolf, einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Das ist ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen mehr. Das merkt man kaum. Nee, das ist immer so ein bisschen das, ne? Es ist halt über Amazon, glaube ich, immer teurer als auf Steam oder so.
Kommst du da hoch? Ja. Ich kann übrigens nichts dafür, dass er so langsam ist, ne? Er ist halt einfach ein bisschen langsam. Alter. Bin ich froh, wenn wir da oben sind. Ist voll spannend. Das ist super spannend. Muss ich schon wieder duschen? Ja, echt, das Angeschlabber immer. Zum frühen Morgen. Handtücher für alle. Und eine frische Dusche. Na los, komm hoch. Bud Spencer, was ich hier mache? Ich will hier hoch. Ich will den Schnellreisepunkt hier. So, geht doch. Das habe ich gewollt. Ah, so schön. Danke. C, um an der Pyramide herunterzurutschen. Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Was für ein Lager? Wo denn? Welches Lager hat er denn jetzt gemeint? Hat er das da gemeint? Welches Lager hat er denn jetzt gemeint? Der macht mich alle. Der labert immer und sagt dann nichts dazu. Vor allem, ich weiß echt nicht, was diese goldenen Fragezeichen bedeuten, ne? Hui! Synchronisieren, ja, ja. Typisch Ubisoft. Ja, natürlich. Natürlich. Auf Amazon direkt 54 Euro. Selbst auf Amazon direkt ist es günstiger. Na, aber dann stellt sich mir die Frage, ob bei dem Twitch, also wenn du das jetzt hier über Twitch holst, ob da noch irgendwas zusätzlich drin ist. Lesen, Raupe, lesen. Oben links. Westlich der Pyramiden. Ach so, nee, na das ist ja aber das, was wir eh machen müssen. Das ist ja aber ganz weit weg. Hier ist ein Banditenangriff. Slim Crazy! Einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Verdammt, zu spät. Ey! Au! Noch letzte Worte oder kriegst du vom Denken Kopfweh? Hui! Komm her, komm. Komm hier. Na klar. Packt der plötzlich einen Bogen aus. Ich glaube, es hackt. Aua. Au. Dein Papa hätte mich öfter schlagen sollen. Reißt du dich mal am Riemen. Da. Oh, da ist ja noch einer. Aber wir haben doch die Banditen. Ist doch schon abgeschossen. Wie kann denn das schon abgeschlossen sein? Wenn hier noch einer ist. Ja, die Fragezeichen sind vielleicht Nebenquests. Nee, die Fragezeichen an sich sind ja meistens irgendwelche unentdeckten Orte, aber ich hatte halt noch nie ein goldenes. Das Gold irritiert mich ein wenig. Weißt du? Meine Gothic-VODs sind super, das freut mich. Freut mich sehr, dass sie gefallen. Früher wirklich solche Goldspitzen gewesen sein? Ja, soll auch, Jintu. Soll auch. Clip-Ed, bitte was? Ich werde nicht dick. Ach, schön. Es war ein schöner Moment. Ein schöner Moment gestern. Die Provision für den Streamer drin, das glaube ich nicht, also. Ah, eine Loot-Chest von Twitch ist doch... Ach so. Ah. Genau, jetzt begrüßen wir die VOD-Zuschauer. Ich begrüße die VOD-Zuschauer, die das hier jetzt sehen. Heute ist, also an diesem heutigen Tag, ist der 9.12.2017. Es ist 13.12 Uhr. Wir haben einen Samstag. Bei mir schneit es extrem schon den ganzen Tag, also schon, auch schon die ganze Nacht. Es ist nicht schön. Niemand möchte es. So, ne? Also so diese normale Fragezeichen haben wir immer wieder. Aber so eins da. Ich will gucken, was es mit diesem Fragezeichen auf sich hat.
möchte das gern wissen. Saku, einen wunderschönen guten Morgen. Geh weiter packen, sei fleißig. Fragt sich, was er heute essen soll. Auf was hast du denn Lust? Hast du auf irgendwas Lust? Das wolltest du damit nicht sagen, was das mit dem VOD-Zuschauer begrüßen. Nee, das mache ich immer so. Das ist schon, das hatte jetzt damit nichts zu tun. Jetzt bitte auf den VOD-Chat reagieren. Ja, das ist schwierig. Ich weiß ja noch nicht, was da kommen könnte. Duke, noch nicht. Wart mal ab. Wir gleiten mal nach da unten und schauen mal, was wir da so Schönes finden. Schnee ist toll. Nee, finde ich nicht. Also ihr dürft den Schnee wirklich gerne haben. Warte, ich schicke den sofort zu dir. Sind das für farbige Texte? Das ist Slash Me, Nekuru. Das soll eine Emotion ausdrücken. Oder eine Tätigkeit, die der... Also du schreibst in der dritten Person im Normalfall dann. Wenn du Slash Me Leerzeichen Text benutzt. Und Juke, nee, wie gesagt, warte mal noch. Ich guck mal hier gerade. Oh. Hyänen. Erinnerung, halte 1 und fang. Achso. Finde die antike Tafel. Oh Gott, ich liebe es jetzt schon. Oh. Wo geht's links hin? Wo wir uns da durchquetschen? Berlin hat nur Regen. Ja, wir haben aber, glaube ich, ab nächster Woche dann auch wieder nur Regen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Alter, ist das riesig. Wenn ich wüsste, auf was ich Lust hätte, würde ich nicht fragen, was ich heute essen soll. Was hast du denn da? Wolf, willst du nochmal einkaufen gehen? Willst du was bestellen? Dass du in meine Richtung ziehst. Boah, Onkel. Hallo. Deine Richtung. Zurück in den Pott. Es geht zurück in den Pott. Es wäre wirklich nur das Spiel drin, nichts am Bonus. Na, aber Onkel hat doch was von einer Loot-Chest gesagt, irgendwie. Die ganzen Spinnenweben hier wegfackeln, wie sieht denn das aus, ey? Harpy mit dem Pavi an Kopf. Mutev mit dem Schakalkopf am Set in Menschengestalt. Kebechsenuev, der Falke. Was der strahlende und in Azur gekleidete Cheops braucht, um in die Duat einzugehen, wird von den 4 Horus-Söhnen bewacht. Neftis beschützt seine Lunge, Neif seinen Magen, Isis seine Leber und Selket das Gedärm. Na, yummy. Möge dein Vater Cheops, der Gerechte, dich begünstigen. Möge er deine Stellung unter den Ältesten befördern. Möge dein Geist sich gegen deinen Feind behaupten und möge deine Seele die Pfade zum Portal dessen kennen, der die Toten schützt. Weiß ich Bescheid. Geht's hier noch irgendwo weiter? Hier zum Beispiel? Komm mal hier nicht rein, oder? Es scheint nicht so. Okay, also zurück. Gott, ich werde mich hier verlaufen. Ich werde mich hier drin verlaufen. Hä? Avocado mit Lachs und Ei, super lecker und einfach. Esse ich gerade. Da hast du doch schon mal einen Vorschlag. Wenn das für meinen Gaumen jetzt nicht so super lecker klingt, aber mach nur. Ich bin mal eben weg. Bis gleich. Otti. Jetzt gehen wir mal hier hoch. Alter. Könntest du
Renn mal hier an. Renn mal hier an. Danke. Sehen wir jetzt zwar auch nicht viel mehr, aber hey. Juppie! GTVO, vielen, vielen lieben Dank für den Resub. Herzlich willkommen im 11. Monat im Kokon. Vielen, vielen lieben Dank für die lange Unterstützung. Es freut mich, dass du dabei bleibst. Ich hoffe, ich kann dich noch lange gut unterhalten. Der 11. Monat... Der 11. Monat bedeutet, du bekommst eine wundervolle Zuckerwattemaschine und eine Eistruhe, die sich immer wieder mit leckerem Eis befüllt. Lass es dir schmecken, gönn dir. Es ist Weihnachtszeit, also so langsam, da kann man ruhig ein bisschen mehr essen. Vielen, vielen lieben Dank, Chitimio, dankeschön. Danke. Hoffentlich bekomme ich das Spiel und eine Twitchbox. Ja, ist halt trotzdem hart, oder? Preislich gesehen. Nicht mein Fall. Oder meinen schmutzigen Socken noch besser schmecken. Da sage ich jetzt nichts dagegen. Ich sage nichts dagegen. Es gibt einen einfachen Menschen namens Dedi. Er wohnt in Diet Snofru. Ein einfacher Bürger von 110 Jahren. Er verzehrt täglich 500 Brote, die Hälfte eines Rindes und er trinkt 100 Krüge Bier. Er weiß, wie man abgetrennte Köpfe wieder annäht. Er kann einen Löwen so gehorsam machen, dass er hinter ihm hergeht, während der Strick auf dem Boden schleift. Er kennt die Anzahl der Räume im Heiligtum des Tod. Aha. Was ist denn das? Ah, okay. Bis durchqueren. Oh Mann, ich komme hier nie wieder raus. Wie nice. Wie schön ist denn das einfach? Yay. Und er nimmt halt einfach nur so ein bisschen mit. Nimm doch alles mit, Mann. Durchbrich alte Siegel. Achso, das können wir kaputt machen. Der Leichtsinnige, der den Wüstensand entfesselt, wird von der trockenen Tiefe verschluckt. Das klingt nicht positiv, oder? Kilian, guten Morgen, Hallöchen. Christian, moin, hi. Hatte Avocado mal in dem Burger und ich fand das widerlich. Hagamax, guten Morgen, Hallöchen. Kombination finde ich super lecker, vor allem, weil ich tierisch auf Lachs stehe. Guacamole? Habe ich noch nie gegessen. Kloroller, ein wunderschönen guten Morgen. Mahlzeit, hi. Ach, der Bud Spencer ist der Launebub. Ah. Du hast noch kein Feedback. Ich liebe es, wirklich. Also im Vergleich zu den zwei Vorgängern ist das so, so viel besser. Es ist so viel besser. Okay. Oh, ich glaube, ich muss... Oh, ich glaube, ich muss hier auch noch hauen. Bitte begrab mich nicht unter Sand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Black Flag war auch fantastisch, auf jeden Fall. Und Origins ist endlich mal wieder ein Assassin's Creed Teil, der mich wirklich wieder packen kann. Ich habe die anderen zwei, habe ich bloß so, einen habe ich mir nur angeguckt, ich weiß gerade gar nicht welchen, den habe ich gar nicht selber gespielt. Und den anderen habe ich privat ein bisschen angezockt, der konnte mich aber einfach nicht fesseln. Origins schafft das wieder. Origins hat eben so viel wieder richtig und besser gemacht und endlich mal... Endlich sind sie ein Stück von der Ubisoft-Formel weggegangen, die sie mit den letzten Teilen immer wieder verfolgt haben, was immer wieder das Gleiche war. Und das macht halt unglaublich viel Spaß. Also sie haben das Loot-System komplett verändert. Sie haben
das Kampfsystem durchaus verändert, was mir sehr, sehr gut gefällt. Es ist schon... Und das Setting ist halt fantastisch. Kannst halt sagen, was du willst, das Setting ist top. Fackel. Was haben wir denn hier? O König, du bist dieser große Stern, der Gefährte des Orion, der gemeinsam mit Orion den Himmel überquert, der mit Osiris durch die Duat reist. Du steigst am Osthimmel auf und wirst erneuert, wenn deine Zeit gekommen ist. Steht hier das Gleiche, vermutlich? Ui! Ja. Mach mich nicht kaputt! Wir plündern erstmal rundherum, bevor wir an die große Kiste in der Mitte gehen. Ich glaube, das ist das... könnte das Goldene sein. Was ich die ganze Zeit gesucht habe. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Mal ganz kurz. Ja, jetzt haben wir nämlich ganz genau. Alles klar. Also die goldenen Fragezeichen bedeuten einen Fähigkeitenpunkt. An den goldenen Fragezeichen gibt es einen Fähigkeitenpunkt. Ah. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Nice. Skyminato, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Hast du keine Lootswerbung, um dich zu unterstützen? Nee. Slim Crazy habe ich nicht, weil ich mag das nicht so, irgendwelche Banner und Zeugs im Stream zu haben. Du unterstützt mich schon alleine damit, dass du zuschaust. Und vielleicht immer mal was schreibst, wenn du Bock hast. Das ist schon Unterstützung genug. Alles gut. Eine Frage oder zwei habe ich noch? Alles klar, gerne. Doppelklingen, wie sieht es aus mit dem Waffenarsenal? Sehr umfangreich, wenn es keine Doppelklingen gibt. Dann ist nichts, meine Lieblingswaffen, ja. Die habe ich übrigens auch gerade ausgerüstet. Also wenn ich mal, warte mal. Ich habe Doppelklingen, das sind die zwei hier. Mit denen kämpfe ich auch gerade, weil die halt super nice sind. Ansonsten können wir gerne mal schauen. Es gibt Bögen, sehr, einige unterschiedliche. Ich habe zum Beispiel aktuell einen Raubtierbogen angelegt. Der macht halt super viel Schaden. Das ist quasi so ein bisschen der Sniperbogen. Wenn man so möchte. Und dann hab ich hier einen Kriegsbogen. Das ist einer, der mehrere Pfeile mit einem Schlag verschießt. Also den du dann zum Beispiel in Gruppen benutzen kannst. Ansonsten gibt es bei den Bögen noch Jagdbögen. Ich glaube, die bei dem weiß ich gar nicht mehr, wie das war. Wie die funktionieren. Leichte Bögen gehen auf jeden Fall sehr, sehr schnell hintereinander. Na, also die feuerst du schnell hintereinander. Warte mal, bei dem Jagdbögen müsste das stehen. Kraftaufladbar. Ach so, ja. Der Schaden. Also du kannst sie halt aufladen. Wenn du gedrückt hältst, machen sie halt mehr Schaden, bevor du loslässt. Kriegsbogen, Raubtierbogen. Weiß nicht, ob es noch was gibt. Nee. Das waren die Bögen. Und dann hast du halt... du hast Speere, du hast Keulen, unterschiedliche, du hast viele, viele unterschiedliche Klingen und Schwerter. Stäbe gibt es, Äxte, was auch immer das hier sein soll. Das ist, glaube ich, auch, genau, das ist auch eine Keule. Wir können ja auch einfach mal nach Kategorie, oder? Hier, einfache Schwerter gibt es, Sichelschwerter, Doppelschwerter. Das ist ja das, was du gerne spielen möchtest. Schwere Keulen, schwere Klingenwaffen. Zepter, also es sind die Stäbe, Speere und ich glaube, das war's, oder? Und unbewaffnet. So. Genau. Und dann kannst du halt auch immer noch ein Schild dazu nehmen, ne? Wenn du hier so ein Einhandschwert oder so nimmst, kannst du ein Schild noch dazu nehmen. Hilfsmittel gibt es natürlich extrem viele, was du noch so verwenden kannst. Und natürlich die Assassinenklingen, ist klar. Da war auch dem Premium-Chat. Ach, sehr ruhig, Wolf. Vergiss immer den Premium-Chat zu erwähnen. Es gibt noch die Möglichkeit, über Donations was zu machen, aber Donation bedeutet ja, man gibt Geld aus, Wolf. Und wenn die Frage nach Loots ist, dann bei Loots musst du ja selbst kein Geld geben. Ne, verstehst du? Deswegen, ne,
Darauf ist ja Lutz aufgebaut. Du blendest aber dann eben Werbung ein. So, eine Box quasi wird dann eingeblendet. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Oh, der Schmied wieder. Der Schmied triggert den armen Wolf schon wieder. Hör doch mal auf. Mit Level-System? Ja. Ja, ja. Wie viele Hilfsmittel hast du? Na, momentan habe ich nur... Ne, warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, wir haben... Wir können aktuell Brandbomben und Schlafpfeile. Und ich dachte, ich hätte die Nebeldinger, die Rauchbomben kann ich zünden. Genau, beim Ausweichen R drücken, dann habe ich so, dann zünde ich Rauchbomben. Was gibt es denn noch? Giftpfeile gibt es noch. Wir können vergiften, also ich kann Leichen vergiften. Das kann ich ja jetzt schon. Ja, so extrem viele Hilfsmittel sind es vielleicht gar nicht. Also sie haben eben sehr, sehr viele Rollenspielelemente reingenommen, die halt vorher in dem Maß einfach nicht da waren. Was mir halt sehr gut gefällt. So, was haben wir jetzt hier noch? Bitte was? Shnum Shufu, Sohn von Snofru und Königin Heteferis, dem ersten Bringer des Lichts, der Safrangekleidete, der Geliebte der goldenen Kugel und der silbernen Sonne. Aha. Du liegst hier drin, oder was? Komm mal raus. Zeig dich. Hinten soll noch irgendwas liegen, aber das ist vermutlich sonst wie weit entfernt. Jetzt erstmal hier rausgehen. Das ist ein enorm verbessertes Assassin's Creed. Ja. Ja, also sie haben halt, sie sind halt einfach von der Ubisoft-Formel zum Teil. Natürlich nicht in allem, aber sie sind von der Ubisoft-Formel einfach echt mal abgewichen. Und das ist nice. Gefällt mir sehr gut. Gute Skull, einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Ah, wie die Mordor-Teile. Okay. Ich habe die Mordor-Teile nie gespielt, deswegen weiß ich das nicht. Pimp, einen wunderschönen guten Morgen. Auch im Chat kommt ein Text. Ah, okay. Kleine, die gerade begonnen haben, eine gute Alternative. Bei großen Streamern muss echt nicht sein. Es kommt halt drauf an. Also ich meine, das Ding ist, ich lebe nicht davon. Ja, ich lebe nicht vom Streamen. Das heißt, es ist für mich einfach nicht zwingend notwendig, dass ich hier irgendwie was einblende. Ich bin jetzt am Überlegen, wie ich das hier mache. Komme ich hier... Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt, da runter zu gehen. Naja, geh mal runter. Aua. Ich will gucken, was es hier unten gibt. Geht aber da auf jeden Fall noch nach oben. Da will ich noch hin. Nee, ich lebe einfach nicht davon, deswegen verzichte ich halt lieber gerne auf irgendwelche Einblendungen, Werbeeinblendungen in meinem Stream. So. Wenn man davon lebt, ist das wieder ein völlig anderes Thema. Und dann spielt, finde ich, auch die Rolle, die Größe nicht die Rolle. So, wenn du halt damit deine Miete, deine ganzen Unkosten etc. finanzierst, wenn es deine Arbeit quasi ist, ist es ein völlig anderes Thema. Habe ich guten Abend gesagt? Echt? Oh, Entschuldigung. Moin, moin. Divination, ey, wurde schon guten Morgen. Also, Mahlzeit. Ach, was auch immer. Moin, moin. Verdammt, normal. So. Ich habe halt echt immer Angst, dass hier plötzlich irgendwo eine Schlange hockt und ich sie nicht sehe. Das wäre halt schon so ein bisschen fatal. Manchmal würde ich mir wünschen, ich könnte richtig nach oben gucken. Bis er das Kader an diesem prächtigen Gebäude gearbeitet hat, bis er starb. Er war ein Steinmetz. Kader hat das, hat hier dran gearbeitet. Bis er starb, hat er hier dran gearbeitet. Merkt euch das. Ich hatte kurz Angst, dass ich was verpasst habe. Könntest du... Danke. Du sollst da nicht hochklettern, du sollst da... mach die Spinne weg. Mach sie weg. So. Nach unten? Scheint so. Sind wir wieder draußen? Wir sind wieder draußen. Ich habe den Ausgang gefunden, ich kann es gar nicht fassen.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier jemals wieder rauskomme. Ah, nun. Auch bis Premium-Content-Sammlung. Außer die Witz, wo Koop dran steht. Außer die Videos, wo Koop dran steht. Ich muss wieder highlighten. Ich muss wieder eine Highlight-Session einlegen. Don Don, moin moin, Hallöchen. Ist auf jeden Fall wieder eine ordentliche Highlight-Session machen. Ja, den Link, den Onkel gerade gepostet hat, dort findet ihr so die Playlisten, die Sammlungen so von Spielen, die ich gespielt habe und bei denen ich dran gedacht habe, sie zu highlighten. Sie zu archivieren. Dooms, ein wunderschönen guten Morgen. Hi. Ja, Assassin's Creed fehlt momentan noch komplett, Onkel. Das ist ja auch noch nicht so frisch. Ich weiß echt nicht, wo hier das Fragezeichen sein soll. Das ärgert mich ein bisschen. Es soll halt hier irgendwo sein. Aber wo, zeigt mir halt auch Zenu nicht. Hat sie nicht gerade hier irgendwas angezeigt? Schwören können, sie wollte hier gerade irgendwas anzeigen. Und vor allem im Hintern der Sphinx waren wir ja schon. Also kann es ja eigentlich nicht der Eingang sein, ne? Der da. Ah, das ärgert mich. Ein Falke, Christian. Ein Falke. Ich spiele mit Maus und Tastatur, ja. Ich habe bisher jeden Assassin's Creed-Teil mit Maus und Tastatur gespielt, was halt einfach daran liegt, dass ich bisher ja nur am PC gespielt habe. Geht gut. Wow. Da kommst du erst später ran. Oh, danke schön, Packe. Danke. Das ist sehr nett, dass du mir das sagst. Dann muss ich jetzt gar nicht ewig lang rumsuchen. Das ist super. Dankeschön. Eine Taube. Boah, ist das echt geil. Und vor allem das Schöne an Zenu ist, du kannst sie steuern. Du kannst sie halt wirklich steuern. Oh. Was? Oh. Gehst du ab? Frechheit. Ist gerade mit Zenu unterwegs, weißt du? Kannst halt mit ihr hier schön erkunden. Sie ist halt quasi deine Drohne, wenn man so möchte. Ist herrlich. So. Lasst uns mal das Lager anschauen. Ich glaube, das ist das, was er gemeint hat von oben. Wow. Achso, man hat natürlich verschiedene Reittiere, ne? Das ist jetzt eins, was ich habe. Das habe ich zuletzt bekommen. Mein Milka-Kamel. Kann dir gerne mal die anderen zeigen, die ich bisher so habe. Dann haben wir. Das war das allererste, glaube ich. Nee, Quatsch, das war nicht das allererste. Schwarzer Pfeil haben wir auch durch eine Quest bekommen. Das wäre Schwarzer Pfeil. Schönes Pony. Schönes Pony. Ne? Dann haben wir Basus ist mein Fleckenkamel, den Wanderer. Das ist der, den du von Anfang an hast. Den Wanderer hast du von Beginn an. War? Du süße Kleine? Und dann habe ich noch dieses Twitch Prime Pony. Das ist das Seltene hier, das kommt nur, weil ich, wenn du Prime hast, also Amazon Prime, hast du, sehe ich ja, dann kriegst du zusätzlichen Bonusinhalt, so Zeugs. Ich glaube, da sind auch die Waffen dabei. Ach, ich weiß nicht, irgendwas war noch dabei. Es waren Waffen noch dabei und Drachmen und so. Und dieses Pony. Stimmt's, Pony? Und es gibt noch mehr. Also, ne? Du kannst deine Drohne auch füttern und streicheln. Also, streicheln weiß ich. Also, dass wenn ich eine Weile ruhig stehe, kommt Zenu von alleine an. Batman. Aber ich wüsste nicht, dass man das, kann man das irgendwie selber forcieren, dass Zenu kommt, dass sie zu mir kommt. Wann ist die Hochzeit?
Hello there, I can stop. Ich glaube, ich habe mein neues Lieblingsgame gefunden. Gerade will Zenu zum Beispiel nicht mit mir spielen, warum auch immer. Normalerweise kommt sie nach einer Weile an. Aber Zenu möchte gerade nicht. Zenu möchte fliegen. Achso, und was ich hier gerade nicht zeigen kann, weil hier kein wildes Tier in der Umgebung ist, du kannst Tierzähmen skillen. Das haben wir, gestern habe ich das geskillt. Das einzige Unschöne dabei ist, dass dir die Tiere so schnell sterben, dass du das halt quasi ständig machen müsstest, damit du wirklich die ganze Zeit einen Tierbegleiter hast. Das ist ein bisschen schade. Das finde ich ein bisschen schade. Die regenerieren sich halt nicht oder so. Aber du hast halt mal kurzzeitig einen Löwen oder so. Das ist ganz nice. Oder eine schöne Katze. Y drücken, Tastatur. Achso, ah, okay. Wenn Zenu auf dem Arm ist. Wenn sie denn mal runterkommt. Teste mal Nilpferd. Wenn wir nachher wieder in der Nähe von Nilpferden sind, kann ich das gerne mal machen. Können wir es gerne mal testen. So, jetzt gucken wir mal, was der Typ hier eigentlich... Warte, Moment, ich sehe Loot. Sekunde. Erst holen wir den Loot. Wo ich mich dem Typen hier widme. Verdammt, wie komme ich da? Ah, okay. Oh, bitte lass hier keine Schlangen sein. So. Erst ja Loot, dann Quest. Habe verstanden, das beste Game ever. Es ist schon wirklich gut. Also ich meine, ich habe mich halt wirklich so ein bisschen verliebt. Ne? Das ist schwierig. Der alte Cool, ein wunderschönen guten Tag. Hallöchen. The Grindable, moin. Griechisch. Ey! Was zur Hölle? Wach auf! Oh, welch Glück, dir geht's gut. Hier, steh auf. Verdammt, ich dachte, du liegst darauf. Liegen? Worauf? Was ist passiert? Meine Notizen. Ich bin Geograf. Cortesius, habe die Ehre. Ich glaube, wir wurden beraubt. Meine Taschen sind leer. Meine Notizen weg. Ich weiß nicht. Sieh mal nach deinem Geldbeutel. Du auch. Ich hätte es besser wissen müssen, als allein in die Wüste zu reisen. Aber ich finde diese Diebe. Und sie sollten zu den Göttern beten, dass meine Notizen unbeschädigt sind. Wir haben Glück, dass wir noch leben. An was erinnerst du dich? Erinnern? Mir wurde auf den Kopf geschlagen. Ich habe nur ein Pferd gehört, das weggaloppiert ist. Dann gibt es eine Fährte. Bleib hier. Fährten? Das kann nicht dein Ernst sein. Solltest du die Banditen finden? Pony holen. Ach, verdammt, nein. Ich möchte meinen Fleckenkamel. Mist, ich hab nicht zurückgestellt. Gib mir Basus. Dankeschön. Basus, einmal zu mir bitte. Danke. Gleitersterben ist auf den Besitzer zurückzuführen. Ey. Ich glaube, das hier sind die Spuren. Die Spuren sind frisch und führen nach Süden. Wenn ich Glück habe, dann sind sie noch nicht vom Wind verweht. Wir folgen schönartig den Spuren, die wir haben. Ich könnte zwar auch einfach dem Questmarker folgen, aber das wäre ja langweilig. So, Wolf, hast dich entschieden, was es zu essen gibt? Nein, ich werde jetzt keine Hyäne töten und es wird auch gehen. Varosch, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Die Diebe flohen zu diesen Ruinen. Zenu, zeig mir. Was denn jetzt? Oh, ist mir ernsthaft die Hyäne hinterhergerannt? Das ist ja wohl nicht dein Ernst. Die Hyäne nichts Besseres, mit ihrem Tag anzufangen? Alter! Alter! Geht doch. Hähnchenskinder. Capstarfire, einen wunderschönen guten Tag. Athanasius, moin. Hallöchen. Riesen-Cordon Bleu bestellt mit Reis und Kartoffelsalat. Dann lass hier schmecken, sobald es da ist. So, lass mal gucken, wo hier Freunde sind.
Da ist ein Eingang. Ach, ich sehe sie nicht mal. Das ist ja mies. Hier steht deren Pony. Oh, das ist natürlich... Ich würde gern den Eingang da benutzen. Ich möchte nicht zum Haupteingang vorne rein. Keule, moin, hallöchen. Nerv mich gerade in Conan Exiles auch. Wie ist denn Conan seit so den letzten Updates? Oh. Hallöchen, Pyatek. Berenis, moin. Guten Tag. Guten Tag. Warte. Moment. Ah. Na, ich glaub's auch. Ach, das hat schon gereicht. Okay. Huch, wer bist du denn? Ist es nicht komisch, dass ein Kind hier spielt? Oh, was meinst du denn? Ich bin auf der Suche nach Diebesgut. Du kannst mir sicher helfen. Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Mein Kind, du hast nichts falsch gemacht. Ich bin hier, um zu helfen. Styroporsteine. Es ist alles in Menkaures Pyramide. Tut mir leid, wir tun das doch nur für Anta. Was ist denn Anta? Ich bin mir sicher, dass Anta eine gute Freundin ist. Aber in Gizeh sollte man schon besser aufpassen. Okay. Da komme ich nicht durch. Okay, also muss ich doch außen rum. Gibt es denn hier hinten eventuell noch irgendwie? Also ich soll jetzt eigentlich da rein, aber... Hab doch hier noch... Genau, da ist nämlich noch Loot und wir lassen keinen Loot liegen. So weit kommt's noch. Ach nee, das ist sie. Aber das andere hier... denn? Komme ich denn zur Hölle? Ach, hier. Ach, ein weiteres Kind. Hier ist gar nichts. Ein weiteres Kind. Alles klar. Dann drücke ich dir die Daumen, dass es lecker ist. Bei einem neuen ist immer, weiß man ja nie. Der Norden ist herausfordernd, aber die neuen Strukturen aus isoliertem Holz und schwarzem Eis gebaute Strukturen sind auch ziemlich nice. Mobs buggen aber leider immer noch ein bisschen. Hat es denn jetzt wirklich mehr Content oder ist es immer noch nur so ewig langes Grinden quasi? Toni, moin, hallöchen. Hi. Gucken mal. Vielen lieben Dank übrigens für die Follows. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Die lagern hier ganz schön viel Zeug. Das ist ja krass. Das ist ja der Wahnsinn. Ich glaube, ich soll nach unten. Ich will bloß gucken, ob auf der Etage irgendwas ist. Scheint aber nicht so. Wow. Die Reichtümer der Vorfahren. Vergib mir, großer Amun. Aber das brauche ich. Ja, ich brauche das dringend. Re, Schöpfer, er, der Lenker von Manjet. Zwinger der Schlange Apophis, Träger von Schnurrhahn, Schützer des heiligen Baums Ishet, der hart gekämpft hat in Iunu, in der Nacht, in der die Feinde des Nebercha vernichtet wurden. Wir bieten dir deinen Sohn Menkaure, auf dass er an deiner Seite wandeln möge. Okay. Wie komme ich jetzt darüber? Achso, das ist der obere Eingang. Aber ich muss doch irgendwie nach rechts kommen.
Noch jemand im Weg gesehen? Ich sehe halt keinen weiteren, verdammt. Ach! Oh, ich bin aber auch ein Troll. Wir sagen nichts dazu. Kriege ich wieder eine auf den Kopf? Na, lässt du das bleiben? Das ist unsere Pyramide! Zwerg! Hey, pass bloß auf mit dem Ding. Einokadawa, hallöchen, moin moin. Wie viele von euch gibt's noch hier? Nur meinen Bruder, meine Schwester und ich. Tu ihnen nichts, ich bin für alles verantwortlich. Ich will die Notizen des Geografen, den ihr niedergeschlagen habt. Und mein Geldbeutel, hallo. Und ich will mein Geld zurück. Danke. Wir haben alles den Banditen in den Hügeln westlich vom Grab des Hämon gegeben. Die haben auch Anta gefangen und geben sie nicht zurück, außer wir stehlen für sie. Wer ist Anta? Unsere Beschützerin. Wir wollten zurück nach Memphis, als sie kam. Wenn wir nicht tun, was sie sagen, töten sie sie. Banditen beuten Kinder aus. Dreckskerle. Hol deine Geschwister und lasst euch nicht sehen. Ihr habt mein Wort. Ich bringe euch Anta zurück. Alles klar, das war zu erwarten. Ah, Einschlafhilfe gleich, Einon Kadaver. Warst du die ganze Nacht wach? Mir geht's fantastisch. Ich hoffe dir auch. Mit dem Content ist so eine Sache, man kann jetzt bis Level 60 spielen, gibt neuen Ice Dungeon, aber sonst ist es immer noch so wie in Ark. Es kommt drauf an, was man machen möchte. Ich baue gerade mit einer Freundin ein Dorf in der Nordtundra und erforsche das Eis. Ah, okay. Ich fand halt irgendwie, dass man damals, als wir gespielt haben, aber da gab es den, wie gesagt, da war der Nord-Content ja auch noch nicht da, dass man sehr, sehr schnell den Punkt erreicht hat, wo man eigentlich nur noch am Grinden war, so. Und das, also stark am Grinden war. Deutlich stärker, als es das in Ark oder so der Fall war. Und dass dann einfach Content fehlte, also neues Zeug zu bauen oder so. Das ging mir halt einfach aus, es war ein bisschen schade. Für den göttlichen König Menkaure. Er mit den goldenen Augen von seinem Volk geliebt, Herold der safranfarbenen Sonne. Nimm dieses Geschenk an, auf das sie deinen Geist beruhigen. Diese Geschenke. Mögest du jenen, die sie dir darbringen, vergeben, dass sie zuließen, dass deine Ruhe gestört wurde. Du hast unserem Volk Reichtum und unserem Land Frieden gebracht. Kleopatra, Königin von Ägypten, Mutter des Nils, erweist dir ihre Ehrerbietung. Gewähre uns deinen Segen. Aber seit 12:30 Horizon gespielt. Oh Gott. Oh Mann. Das heißt, du hast die ganze Nacht durchgezockt. Vergessen zu erwähnen, dass Cordon ist. Oh nein. Ein Hawaii Cordon Bleu. Wieso macht man sowas? Macht doch sowas nicht. Kann ich hier durch? Nee. Quatsch, macht ja gar keinen Sinn, da durchzugehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder raus und suchen. Haben wir das hier eigentlich? Finde die antike Tafel. Wir sind hier noch gar nicht. Hier muss es noch mehr geben. Nur wo? Über mir. Okay, wie komme ich da hin? Gibt es noch einen weiteren Eingang in die Pyramide? Vermutlich, oder? Hä? Kannst du mal... Was? So? Geh doch mal... Geh mal da rüber, bitte. Hoch. Und jetzt nach rechts. Und dann hoch. Und hier komme ich nicht hoch. Das wäre fantastisch. Wie komme ich denn da hin? Warte mal, ist es überhaupt die richtige Stelle? Ja, da ist ein Eingang. Ist klar, da will ich hin. Ich habe es mir schon gedacht. Ich möchte bitte... die antike Tafel finden. Ups. Sehr gut. Weil das sicher voll lecker ist. Weiß nur nicht, was gut schmeckt. Ich glaube nicht, dass das lecker ist. Ging mir am Anfang auch so. Ich habe es beim Release ca. 50 Stunden gespielt, aber dann war die Luft raus. Ja, eben genau das ist es halt, ne? Also dort fehlt mir irgendwie echt die Langzeitmotivation. Nun. Das hier ist vielleicht der Ausgang.
Das scheint der Ausgang zu sein, aber nicht der Eingang. Wo ist der Eingang? Da ist keiner. Da scheint auch keiner zu sein. Solche Ananas auf die Pizza legen. Wahre Geschichte. Ja, sowas tut man nicht. Man macht das einfach nicht. An der Seite ist auch nichts. Seite ist aber auch kein Eingang. Was ist denn der Eingang, verdammt? Kann ja nur an der Seite sein. Oder es ist irgendwo rundrum, aber das glaube ich fast nicht. Tortok, ja. Also in solchen Fällen ja, sehr gerne. Hält sich so, als hätte ich nicht schon geguckt. Ich finde halt auch keinen anderen Eingang. Und ich weiß halt nicht, bei dem unteren hatte ich nicht das Gefühl, dass wir da noch irgendwo hinkommen. Bei Vermutung aber bitte wirklich direkt sagen, dass es eine Vermutung ist. Ja? Weil ansonsten... Ja, das war ja, um da hinzukommen. Ja, auch rundherum echt nichts. In der Pyramide. Naja, ich war ja drin, unten, aber da war nichts. Und hier, manche Bereiche verfügen über verborgene Eingänge. Ja. Also ich sehe das hier unten, aber da ist nichts. Also ich glaube, der Eingang für das Ding hier ist echt woanders. Ein Schacht, okay. Dann gucken wir nochmal hier runter. Schauen wir hier gerade an. Wir gucken nochmal hier rein. Vorhin voll gefreut, als du bei der Quest von gestern weitergespielt hast. Ha! Dankeschön, Einer und Kadaver. Ich sehe das ganz genauso. Ganz genauso. Hm. Ja, immer noch. Wolf ist männlicher. Hier ist nichts. Ja, auch nicht. Guck hier mal nochmal ganz genau durch. Ah! Das habe ich nicht gesehen. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Was mache ich denn das jetzt? Lul? Was war denn das für eine Aktion? Der einfach so die Fackel dagegen geworfen hat. Da haben wir es doch. Zack. Sehr schön. Vielen, vielen lieben Dank. Die gleichmütigste himmlische Göttin. Oh Gott.
Chamerenebit, die zweite Mutter des Königs von Ober- und Unterägypten. Sie, die den Horus und Sef schaut, Große des Hetes-Zepters, die groß an Gunst ist, Priesterin des Jehuti, Priesterin der Hathor, geliebte königliche Gemahlin, leibliche Tochter des Königs, Fürstin und Große im Palast, geehrt durch den großen Gott. Ich wünsche mir ja so ein bisschen Housing für Assassin's Creed, ne? Dann nehme ich mir hier so das ganze Zeug mit und stelle das da alles aus. Dies ist die in Safran getauchte Kammer des Menkaure, damit er, wenn sein Kar zurückkehrt, um zu der sterblichen Welt zu sprechen, sieht, wie sehr wir ihn geliebt haben. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Ich finde es halt schade, dass er sie nicht lesen kann. Das finde ich schon so ein bisschen schade. Was ist denn hier unten noch? Zeigt er mir hier an? Ach so, er zeigt mir einfach nur die Stelle hier zum Zerschlagen an. Alles klar. So. Nennt man Grabräuberraube. Was? Don, ich weiß nicht, was du meinst. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. So. Jetzt sollen wir das Versteck erreichen. Oh, das ist natürlich ein Weg. Alles klar. Wir haben hier irgendwas gefunden. Aber glaube ich... Hä? Letzter Beute. Ach so, wir haben noch ein Schild gefunden. Was? Nicht schlecht. Und wir haben 2 Fähigkeitenpunkte. Giftpfeile wären halt nicht schlecht. Wir nehmen mal die Giftpfeile mit, oder? Zack! Bombard, einen wunderschönen guten Tag, Hallöchen. Wie findest du das Spiel bisher? Und ist es empfehlenswert für einen Open-World-RPG und Ägypten-Freak wie mich? Bestimmt. Neo, einen wunderschönen guten Tag. Ich find's fantastisch. Ich find's wirklich richtig, richtig gut. Das ist endlich mal wieder ein Assassin's Creed, was mich fesseln kann. Die letzten 2 konnten's nicht. Black Flag war richtig gut. Das Setting ist halt super. Also die neuen Rollenspielmechaniken sind toll. Das Kampfsystem haben sie gut überarbeitet. Es gibt halt einfach so unglaublich viel zu entdecken, zu erkunden, Zeug aufzurüsten und es ist halt einfach geil. Es ist schon echt gut. Ja. Hast du gerade eine Pyramide ausgeraubt? Ich? Nein. Ich doch nicht. Nein. Durchgesuchtet. Es gibt so viele schöne Dinge zu entdecken. Ja, eben. Eben. Ob ich was mag, einen Kadaver? Ein Koala oder Funk? Was genau meinst du jetzt? So, hier haben wir eine Hyäne, da die mich sowieso gleich angreift und ewig lange verfolgt. Da haben wir schon wieder eine Hyäne. Herstellung ist verfügbar. Ich kann schon wieder irgendwas aufrüsten. Sehr gut. Ah, den Brustschutz. Nice one. Sehr, sehr nice. Das ist ein Quokka. Ich habe noch kein Quokka, glaube ich, in freier Wildbahn gesehen. Oder überhaupt jemals gesehen. Hast du schon mal ein Quokka gesehen? Na. Treffen ist halt echt schwierig. Es ist nicht so einfach. So.
Gott, es ist so unfassbar schön hier. Wer bist du denn? Was machst du hier so alleine? Oh. Jetzt! Oh! Alles klar, mich töten wollen. Ist so viel zu alleine? Nun! Aua? Du bist tot. Null? Ich bin nur nicht angegriffen. Du bist tot! Tot! Ist nur noch der eine, oder? Hossa! Nun! Alter, nein! Oh, was? Was soll denn das? Ist es nur noch der eine? Au! Oh. Okay. Dann ebenso. Wieso hat das wieder nicht funktioniert? Sandu lebt noch? Ja, das ist richtig. Sandu lebt noch. Schatz, sofort. Du hast geresubbt oder was? Was fällt dir ein? Wir hatten das zugelassen. Aua! Schlechter Wind. Das heißt nichts Gutes. Da kommt ein Sandsturm. Och, na klar, kommen jetzt hier gleich noch welche. Na, ich glaub's auch. Und natürlich. Och, leckt mich doch. Au, au, au. Taros, ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Ich muss weiter. Okay. Dass wir die von den vermaledeiten Pferden runterkriegen. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Au. Das war schmerzhaft. Also man sieht, für diejenigen, die Assassin's Creed vorher schon mal gespielt haben, man sieht ganz gut, dass das Kampfsystem ein wenig anspruchsvoller ist, als es das so in vergangenen Teilen war. Meine Fresse! Jetzt stirb halt einfach! Es ist besser, beim Ulti mehrmals zu drücken. Was heißt denn mehrmals? Ich drücke immer nur Shift und F, das, was ich machen soll, und den Rest macht er von alleine. Ich kann nicht mehrmals drücken, Jintu. Was soll ich denn dann dort drücken? Das verstehe ich nicht. Und, yippee! Schatz. Dankeschön für den Resub, Schatz. Die letzte Marke zieht die mir aus der Tasche. Soll ich mit was werfen? Danke, mein Schatz. Weißt du, dass du jetzt Licht hast? Freu dich gefälligst über Licht. Komm, freu dich. Jetzt nur nicht verlaufen. Ah, so. Ja, fantastisch jetzt. Klar muss hier jetzt ein Sandsturm kommen. Und dann F. Ach so, F drücken. Ah. Er hat noch D-Mark. Vielleicht, Heine. Vielleicht. Und ein wunderschönen guten Tag, Heide, Hallöchen. Imlo hatte ich dich begrüßt, moin. Nicht mehr einschlaflocken. Moment, ich muss mal ganz kurz nach oben scrollen. Ich hab's verpasst. So schnell warst du weg. Es tut mir leid, Heiner. Es tut mir leid. Die glücklichsten Tiere der Welt, die grinsen immer.
Grabräuber werden halt verfolgt. Ach so. Verdammt. Drei Kanäle auf Twitch gewechselt auf meinem Handy. Interessant, Einhornkadaver. Du hättest gern eine Tasse Kaffee, das verstehe ich sehr gut, Bud Spencer. Das verstehe ich. Wenn sie im alten Ägypten eine Mautstation einrichten will. Genau, FFFFF, alles klar. Also kein Blocken und Töten mehr. Seid ihr doch. Zum Teil funktioniert, also zum Teil gibt es diese Blocken, Blocken, Konter etc. Kombinationen gibt es schon noch, aber es ist längst nicht mehr so einfach. Es ist wirklich nicht mehr so einfach. Ne? Also selbst im richtigen Moment den Konter zu drücken, ist deutlich schwerer geworden. Fokusattacken abhängig von der Waffengattung. Ah. Ja, schön orange bei mir gerade. Hm? Können dort Trauben überhaupt leben? Klar, easy. Imi erkennt. Moin, Hallöchen. So. Die ganzen armen Pferde hier haben es natürlich jetzt nicht leicht, ne? So, jetzt hab ich nämlich keinen jetzt kriege ich den Kompass wieder. Alles klar. Och, nö! Wieso sind denn hier so viele von denen? Was ist denn das hier für ein Gebiet? Zenu ist nicht verfügbar. Stirb selber. Senno, zeig mir mal, ob hier noch mehr sind. Nee, ne? Ah, da sind Drachmen. Holen wir uns doch mal die Drachmen. Deswegen sind hier so viele von euch. Wow. Da unten. Deswegen. Jetzt macht das alles Sinn. Natürlich hat er gestern Abend überlebt. Hallo? Natürlich. Gönne ich es mir eventuell nach Weihnachten. Vorher wird es nicht mit dem Geld. Na siehste. Weihnachten gibt es bestimmt Geldgeschenke oder so. Oh. So, gucken wir uns die Stelle hier mal ein bisschen genauer an. Ich will mir da hier was anzeigen. Ich hatte das nicht gemacht. Nicht wirklich nah genug ran. Kann das sein? Ist irgendwo anders, glaube ich. Oder gehört das noch dazu? Es kann auch sein, es gehört noch dazu. Einige Waffen, zum Beispiel Doppelschwerter, machen einmal 4 Schaden, bei anderen, zum Beispiel Köln, befällt Bayek in... Ah! Alles klar, aber ich dachte... Ach nee, mit den Doppelschwertern hatte ich, glaube ich, den Rage-Modus noch nicht. Ah. Einer, das wird er nicht tun. Hallöchen, Roulette. Einen wunderschönen guten Tag. Oh moin, mir geht's sehr gut. Ich hoffe, dir auch. Und ja, wir haben auch doofes Wetter. Wir haben viel Schnee. Und ich bin jetzt nicht so der Schneefreund. Also ich würde hier gerne noch so ein bisschen... Ich glaube, Zenu sieht nicht mehr. Ah, doch, da hinten war noch einer. Dann rumschauen, da ist noch ein Schatz. Das scheinen mir so wenige, wisst ihr? Das scheinen mir so wenige. Es ist voll komisch. Roulette, wie ist es denn bei dir, das Wetter? Das ist das Lager, in dem sie Anta festhalten. Die Kinder gaben alles den Banditen. Also finde ich hier vielleicht auch Cortesios Notizen. Keine Spur von Anta und den Notizen.
Die Beute der Banditen ist bestimmt gut bewacht in ihrem Versteck. Oh, warte mal, wir haben doch, ich habe Giftpfeile geskillt. Warte mal ganz kurz. Ah, Giftpfeile testen. Ich den treffe von hier aus? Vermutlich nicht, oder? Ah, doch. Wie gut. Der müsste den anderen eigentlich anstecken. Der hat ihn bisher noch nicht angesteckt. Das finde ich blöd. Warum nicht? Da war er dahin. Jippie! Oh Mann, vielen lieben Dank für den Reserve. Danke für 6 Monate im Kokon. Vielen lieben Dank für ein halbes Jahr. Dicke, fette Unterstützung. Vielen lieben Dank für dich geknufft und geknuddelt. Du bekommst endlich Steckdosen in deine Gummizelle und einen Kühlschrank, der sich automatisch mit deinem Lieblingskaltgetränk füllt. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Wetter in Dresden ist wie bei euch sehr bescheiden. Alles klar. Alles klar. Und viel Spaß beim Zocken. Roulette. Schlappen, moin, Hallöchen. Giftpfeile, ja, eben, das ist voll gut. Auch wenn mich gerade ein bisschen ärgert, dass es nicht funktioniert hat, dass er den anderen direkt neben ihm angesteckt hat. Crazy lang, ja, oder? Unendlich Clubmate. Läuft. Meine Pfeile wieder mitnehmen. Findet ihr antike Tafel? Hier ist eine antike Tafel. Hier? Nee. Die Steckdosen, Wolf, das wissen wir doch. Die Steckdosen werden von einer externen Firma installiert. Ich tippe auf Meiermatte. Na, ich glaube nicht. Wenn er Clubmatte schreibt, wird er Clubmatte meinen. Matsches Brötchen, dann wollte ich es mir nicht nehmen lassen, mal Hallo zu sagen. Oh, gönn dir, lass dir schmecken. Mm. So 2 Rennen, oder? Nee. Ich hasse das, wenn die aufhören zu brennen und nicht tot sind. Verstehe es nicht. Was soll das? Vielleicht. Ach, Ruhe wohl. Fühlt sich an, als würde uns jemand beobachten. Der muss ja erstmal richtig ums Eck kommen, sonst wird das nix. Gut. Es geht mir besser nicht. Moin Moin, Muff Muff. Hallöchen. Zwiebeln sind geschnitten. Oh. Musstest du weinen, Heine? Wir probieren nochmal die Giftpfeile. Ihn nicht. Jetzt. Steck die anderen gefälligst an. Los. Steck sie an. Steck die anderen an. Come on. Please. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das erhofft hatte.
Nur Stulle und Hühnerbrühe, genau das Richtige für dich heute. Bist du ein bisschen... Fühlst du dich krank, Daiti? Bist du krank? Bin gespannt, wie es schmeckt. Varosh, als Tipp, ruhig 2, 3 trinken. Nicht nur eine. Wirf die Dinger ins Feuer. Ich glaube, das funktioniert nicht. Oh, warte mal, aber jetzt könnten sie sich anstecken. Ja, jetzt ist er angesteckt. Guck mal, einer hat sich schon angesteckt. Ja, ja, geht ruhig mal ein Stück näher. Ja, ja. Guck, der zweite auch angesteckt. Der dritte steckt sich auch noch an. Fantastisch. Ich gebe dir Deckung. Sehr gut. Seit 6 Tagen Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, das volle Programm. Oh nein, ich wünsche dir gute Besserung. Um etwas zu vertuschen. Was? Muss ich nochmal in den... Hab nur eine Dose gekauft. Ja, es ist halt häufig... Also ich muss sagen, dass ich die... So die erste Dose fand ich auch nicht so geil. Aber nach der zweiten fand ich es dann richtig geil. Clubmate-Slogan, man gewöhnt sich dran. Na, Clubmate habe ich mich halt nicht dran gewöhnt. Habe ich mich halt nicht so dran gewöhnt. Medikus, einen wunderschönen guten Tag. Ja, das dauert natürlich so etwas länger. Natürlich dauert das so etwas länger. Hey, warte! Auf die schleichende Weise. Das ist normal. Aber du kannst das auch gerne bei jemandem gucken, der halt immer einfach voll drauf geht. Das ist halt einfach nicht meine Art zu spielen. Ich favorisiere eben das Schleichen in Assassin's Creed. Das stealthige Töten. So. Was haben wir hier? Dedi, Karin braucht einen neuen Umhang. Mein Schwager Seruf will 3 Schläuche des billigsten Weins, den du finden kannst. Er will ihn ohne Wasser trinken, aber auf eigene Verantwortung. Faruk braucht eine neue Ziege. Ich weiß nicht, wie du alles den weiten Weg hierher bringen willst, aber bitte tu dein Bestes. Deine dich liebende Frau Talin. Das nehmen wir mit. Das sind nur Pfeile. Wobei, wir könnten Hilfsmittel aufstocken. Gar nicht so schlecht. Krachbum Erpel. Moin, Hallöchen. Eine Vorhersage. Ah. Halt, da oben ist noch was. Ein Schelm, wer da Böses denkt. So, du hast Matjes Brötchen gegessen. Sollte man denn sonst denken? Was Lustiges gekauft? CBD. Tee. Schmeckt irgendwie nach Heu. Aha. Und? Was hat er denn für eine Wirkung? Da ist noch ein Schatz. Bin ich nicht von da? Habe ich den übersehen? Warte mal. Hä? Aber ich komme noch... Hä? Hab ich den gerade wirklich außen vor gelassen? Na, ist ja ganz toll. Wir müssen hier gerade nicht mehr schleichen. Wir haben hier sowieso schon alles getötet. Hauptsache, das Wetter ist schön. War das jetzt der Schatz? Echt? Was ist denn das da drüben? Und da sind wir doch nicht gekommen, oder? Wir sind von da gekommen. Dort kommt man doch aber nicht hin. Na, vielleicht später. Wir laufen mal weiter.
Prostex, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Schnee zu mir geschickt. Ich wollte den doch nicht haben. Es tut mir leid, aber ich will ihn halt auch echt nicht haben. Es ist wirklich, also, ne, lieber bei dir als bei mir. Ganz einfach, also. Diverse medizinische Eigenschaften. Aha. Aha. Mhm. Prostex könnte noch einen Spruch bringen. Ja, verkneif ihn dir. Verkneif es. Meine Geliebte, der Weihrauch verkauft sich recht gut, jedoch nicht ohne Herausforderungen. Wir waren auf Diosas Bazaar, doch er war leer. In Herakleopoites hielten uns die Wachen für Grabräuber und stoppten uns. Wir hätten sie für diese Beleidigung bestraft, doch sie verjagten uns mit Bögen. Trotzdem haben wir viele Waren mit Profit verkauft, also hoffe ich, dass ich bald mit vollen Taschen heimkehre. Dein dich liebender Ehemann Haku. Ja, der in seiner Flamme wohnt, er, der zu seiner Stunde kommt, beide Augen rot, die sehende Flamme im schwarzen Chaos, durch dessen Augen die große Manjet angehalten wird. Wir bitten dich, uns ewiges Leben an deiner Seite zu gewähren. Okay. An den großen Baba, den Bullen der Paviane, den Erstgeborenen von Osiris und Fresser der Eingeweide, der auf dem Feuersee steht und die unwürdigen Seelen verschlingt, deren Herzen schwerer wogen als die Feder von Maat. Zerstörer, Bestrafer, Plünderer, Richter, höchst verehrte Bote des Chaos, wir huldigen dir. Die Frage für die Quest, muss ich vermutlich rechts rum? Ich glaube aber hier geht's auch noch irgendwie rein. Nee. Gesagt. Ah, Leipzig braucht mehr Schnee. Nein. Nein. Der Schnee bitte zu Medikus. Der Schnee zu Medikus. Jetzt sofort. Oder zu Wolf. Er darf sich aufteilen. Zu Wolf und zu Medikus bitte. Ah. Eins. Nun. Wurden die hier reingeworfen? Ich sehe es nicht. Ja, aber es sieht so aus. Ist ja ekelig. Igitti, fui. Ja, okay, Ausgang nur dort. Hol ihn dir ab, echt eh. Nur flauschig, nicht dick. So. Tun ist voll. Ich würde hier gern wieder nach oben gehen. Ey. Alter. Das ist hier super verwinkelt. Mann, hier ist nichts, ne? Anta? Anta ist ein Hund, Anta. Alles klar. Hab's mir schon fast gedacht. Gegengewichte werden durch das Gewicht der Objekte beeinflusst. Ja, 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 alles klar. Verstehe das System. Erst looten. Kann Hamburg Brötchen mit Zwiebeln mieten? Was? Ach, Mettbrötchen? Oh nein, Heiner hat Mettbrötchen. Ich möchte auch Mettbrötchen. Hey, nee, das ist ja gerade Quatsch, was ich hier mache. Oh Gott, ich bin so ein Troll. So viel zu, ich verstehe das System. Schmied, du kannst den Schnee auch haben. Ist mir egal, Hauptsache er geht weg.
das Päckchen heute bei Onkel ankommen. Na, da schauen wir doch mal. So, wo ist jetzt Anton? Irgendwie blind? Ist echt das da unten? Aus wie ein Reh. Jetzt nicht lang. Natürlich. Du bist Anta, ihre Beschützerin. Jetzt nicht hoch, oder? Oder doch? Nee. Ständigen Internetabbrüche im Zug nerven. Oh, bist du im Zug unterwegs, Buffo? Oh, Gottchen. Du kennst den Weg zurück. Lauf! Eine Runde aus. Oh, Lucky Dampf, danke schön. Matt, Brötchen. Yummy. Lieber Schnee als diese nasskalte Graue mit aufgeweichtem Boden. Ja, aber heute ist es echt unangenehm, also, schneeig. Du bist auch eine Beschützerin. Eskortiere Anta, ja, aber ich will gerade noch so ein bisschen hier. Weißt du? Bist du aufgeregt, was? Dass ich nicht ganz verstehe, warum wir das jetzt überhaupt gemacht haben. Du siehst sie früh genug. Na? Bin gleich hinter dir, Anta. Ach, weil wegen da. Verzeihung. Weil wegen darüber. Ja, das ist natürlich jetzt alles klar. Wir brauchen ein bisschen mehr Gewicht da drauf. Ich weiß noch nicht so ganz wie viel. Packen einfach mal 3 drauf. Das sollte doch auch reichen, oder? Oh, Entschuldigung. Danke. Und so. Fatsches! Fio schickt mir Fatsches. Okay, das hat gereicht. Ah. Ha, um die Wachen wurde sich wie vereinbart gekümmert. Am dritten Tag nach dem Vollmond werden sie 3 Schläuche mit Wein vorfinden, um sich zu amüsieren. Es wird nicht lange dauern, bis sie zu betrunken sind, um irgendetwas zu merken. Betritt dann das Grab, tu deine Arbeit und bringe alles am nächsten Tag zu meinem Haus. Denk an meine Macht und halte meinen Namen daraus. Schon eine Andeutung würde reichen, um meine erhabene Position zu kompromittieren. Aha. Schön Loot abgesahnt und noch ein Fähigkeitenpunkt. Ah, Kirosho, Momoino, danke. Zeichen aus dem alten Jay, Königreich. Danke auch an dich. Und an Barosch und an Heiner und an Wulf. Ah, dauernd wieder rausgehen und wegschippen. Knapp 3 Monaten krankheitsbedingt außer Gefecht. Oh Gott, Roulette. Schon wieder Mittwoch? Freut mich, wenn es dir schmeckt, Wolf. Barosch, du hast richtig geraten. So, das Ding ist, ich soll eigentlich den Hund noch eskortieren. Halt, da oben ist noch was. Ich soll den Hund noch eskortieren. Das ist natürlich jetzt schwierig, wenn ich hier außen rundherum renne. Ah, den holen wir noch. Wir holen den Hund noch. Ah, jetzt kommen wir nämlich hier hin. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe es mir schon fast gedacht. Hä? Falsche Taste? Vorsichtig fallen lassen. Fallen lassen. Danke. Au. Das tut weh. Da hinten soll halt noch irgendwo Loot sein, aber ich habe keine Ahnung, wo der ist.
Ich wünsche dir auf jeden Fall gute Besserung. Und so. Immer mehr davon verstehen würde. Ja, das würde ich mir halt auch irgendwie wünschen, wenn er das... Ach so, das sind die Teile, die er mir die ganze Zeit anzeigt. Ja, das wäre... Das würde ich mir auch wünschen, Milchmann. Wenn er da wirklich irgendwie was vorlesen würde oder so. Es ist halt so, es ist echt nur... Ich muss noch einkaufen und hab noch gar nichts gegessen. Kirosho, mir geht's ähnlich. Ich hab auch noch nichts gegessen. Lichtkranker, moin. Ich hab auch noch nichts. Soll nicht hungrig einkaufen. Ach. Alter, geil, die Geier. Yes. Die Fackel kannst du ablegen. Hier draußen ist hell genug. Kommst du klar? Braves Kamel. Und schon am Spielrundsalat. Sehr schön, Christian. Ich hoffe, du wirst mega viel Spaß damit haben. Und danke nochmal für die ganzen Follows. Milchmann zum Beispiel, gerade eben. Dankeschön. So. Wo waren denn jetzt die Kinder? Ging irgendwo hier zu den Pyramiden zurück, aber wo genau? Whoa. Anta? Wieso? Wieso kommt sie nicht mit? Anta, was los? Sollen wir echt laufen? Ah, nee, jetzt. Aha. Ich sagte doch, bleibt außer Sicht. Ich weiß, aber es war unsere Schuld und wir dachten, du brauchst vielleicht Hilfe. Der Reiter ist viel, viel größer als du. Der Reiter? Du hast ihn nicht gesehen? Er ist der gemeinste von allen. Groß und stark und er hat Anta gefangen. Vielleicht hat er Cortesius Notizen. Sicher nutzt er sie, um Schätze zu suchen. Ich sah ihn in den Ruinen bei der Cheops-Pyramide. Ich kümmere mich um diesen Reiter. Ihr solltet gehen. Los! Ich werde du bist mich erst nach 12 aus dem Bett gefallen, Frustrate. Vielleicht finde ich endlich diese Notizen. Warte ich auf den Reiter, bis er nachts zu seiner Höhle kommt? Oder suche ich ihn, während er Gizeh terrorisiert? Ich habe jetzt also die Wahl. Das ist interessant. Das ist interessant. Der Oberallergemeinste. Anta möchte, dass du erst fürs DLC bezahlst. Nee, das Gott sei Dank nicht. Brathähnchen, Sahne, Eispudding mit Himbeeren, Sahneschnitzel mit Pommes. Cheeseburger. Oh, Muff, muss das sein. Nee, war es nicht, Christian, ja. Das freut mich sehr. So, runter dort. Wirklich wie jemand aus der Hilfe von Kindern braucht? Wieso? Wieso? Hä? Das verstehe ich nicht, Milchmann. Da sind doch schon wieder Banditen. Das ist doch schon wieder ein Banditenangriff. Das gibt's ja gar nicht. Das muss doch mal aufhören. Das ist ja nervig. Kauschlemm, gönnt ihr? Die ist riesig. Die Map ist riesig. Ja, also wir sind hier. Wir haben uns gerade hier so, ne, Pyramide und so. Wenn ihr mal rausscrollt. Ich kann weiter nicht rausscrollen, ne? Nur, dass du mal hier siehst, was ich noch nicht erkundet habe. Bin hier, ich habe die oberen Teil hier so ein bisschen. Guck mal, hier ist eine Haufenweise. So viel nicht erkundet. Das ist total gruselig. Weißt du, wie viel du hier erkunden kannst? Ich bin doch längst nicht fertig. Kannst du mal bitte nach da oben? Wieso kommt er da nicht hoch? Was stellt er sich denn jetzt gerade an? Tja, offensichtlich sind die Banditen hier schon wieder weg. Okay. Na gut.
Ach, da sind sie doch. Hey! Einen Moment! Wir Brüder! Friss das, du Ratte! Du brennst! Geh weg! Du brennst! Geh weg! Geh weg! Du brennst! Du steckst mich nur an! Lass das! Geh weg! Ach ja. Schön. Da ist er. Kamel! Auf geht's. Du wolltest alles leer looten. Du wolltest alles leer looten. Ja, das wird sowieso so eine Sache, du. Oh Gott, sofort. Moment. Lass mich schnell noch hier mal eben. Ich muss mal hier ganz kurz. Ach, puh. Das reicht. Machen wir es halt so. Der ist fast tot. Stirb, du Sau. Gut, das war beeindruckend einfach. Juppie! Sturmvirus, viel lieben Dank für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Bitte mach es dir gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon, die du jetzt beziehen darfst. Es ist noch ein bisschen kahl und leer, aber das wird mit der Zeit, vertrau mir. Geh am besten in der Zwischenzeit einfach in unsere fantastischen Gemeinschaftsräume, wie zum Beispiel die Gruppendusche. Die anderen werden dich dort bestimmt sehr, sehr gerne willkommen heißen. Und viel Spaß mit den Emotes. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Dankeschön. Komm schon, Internet, lade schneller. Die Hauptstory durchgespielt und hatte noch die Hälfte der Karte nicht erkundet. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube, du siehst nicht alles von allein. Mit Feuer spielt man nicht, naja, ja, doch so ein bisschen. Nur mal eben alles leer looten. Na genau, Baron. Hallöchen. Tod bestätigen, ja. Sind doch nur knapp 150 Quests. Na, da haben wir doch schon ein Drittel durch. Guck mal hier, 52 abgeschlossen. Easy. Roselle, moin, Hallöchen. Lenkbare Pfeile. Ja, ich kann meine Pfeile lenken. Ich habe so eine Fähigkeit hier irgendwo. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Welche war denn das? Wo war denn das? Irgendwo hatte ich das. Also irgendwo, das ist ein Skill auf jeden Fall. Ach hier, genau. Verbesserter Raubtierbogen. Genau. Genau. Das war ein Skill. Na, Cookie, Hallöchen. Moin, moin. Einfach ein tolles Spiel, ja. Ist es. So, Tod müssen wir noch bestätigen. Cortesius Notizen. Sehr gut. Er wird sich freuen, sie zu sehen. Gruppendusche. Sieg den Käsekuchen. 0815, moin, moin, Hallöchen. Was ist, wenn jemand die Seife runterfällt? Genau, dann bekommst du von Onkel eine neue. Onkel regelt. Easy. Gar kein Problem. So, wir haben die Notizen gefunden. Das ist äußerst erfreulich. Die können wir jetzt zurückbringen. Und dann schauen wir mal, was als nächstes auf uns wartet. Na? Cortesos? Oh! Alles gut? Ups. Ich hätte dich vielleicht nicht an der Fackel parken sollen. Oh, jetzt bist du richtig fleckig. Das steht dir aber eigentlich ganz gut. Die Landschaften sind der Hammer, ja. Und es gibt dann auch wirklich noch so richtige Oasen und sowas. Es ist so schön. Die Städte sind Wahnsinn. Hey. Wenn sich die Städte anschaut. Oh. Gute Neuigkeiten. Meine. Mein Kamel angezündet. Hups. Bei Zeus, das glaube ich nicht. Hups. Ich schulde dir mein Leben. Oh, wie er lächelt. Schön. Anta. Ist es vorbei? Sind die Banditen fort? Sie belästigen euch jetzt nicht mehr. Also hört ihr auf, Reisende niederzuschlagen.
Sind das die Diebe? Oh, ruhig, mein Freund. Das war alles ein Missverständnis. Sie wurden gezwungen. Sie brauchen sicheres Geleit nach Memphis, oder? Ja, zurück zum Haus von Neff, zu all den anderen Kindern. Ich habe Memphis noch nicht kartiert. Das sollte mein nächster Halt sein. Kennst du den Weg? Nein, aber die kennen sich gut aus. Welch Glück! Na dann kommt mit! Ach, schön. Memphis? Oh, natürlich. Danke. Ach, schön. Kommt uns besuchen. Ach, schön. Was für ein Happy End. Joel, moin moin, hallöchen. Komm schon, mach, lade! Der Christian total gestresst. Der Tod muss noch bestätigt werden. Ja. Das ist wichtig, Jintu. Schon Raupe angestellt, die Kamera zu führen. Das stimmt doch gar nicht. Bei allen möglichen Begebenheiten und Orten. Aber natürlich, Roulette. Aber natürlich. Die Questreihe der ersten Pyramide? Ich weiß nicht. Ich mache ja alle möglichen Questreihen. Also in den Pyramiden waren wir schon drin, übrigens. Da haben wir schon so einiges gefunden. Oh Gott, ich muss hier auch mal diese ganzen Papyri, die wir auch noch machen müssen. Oh Mann. Aber eigentlich verfolgen wir die Hyäne. Da sind wir gerade dran. Ich habe mich nur wieder ablenken lassen. Immer halt. Wie immer. Das hier war das Goldene, was ich noch nicht, wo ich noch nicht rankomme, ne? Genau, bei der Sphinx. Da komme ich irgendwie noch nicht hin. Okay, ich würde gerne zu der Straße hier nach vorne und dann... So, wir können ja eigentlich einfach Auto einstellen. Straße. Folgen. Geh. Lauf! Bom, bom, bom. Können wir die Markierung auch wieder wegnehmen? Der läuft zwar jetzt, glaube ich, hier nach vorne, statt hier einfach... Naja, lauf einfach. Die letzten paar Aufgaben kommen mir nicht wirklich bekannt vor. Okay, Barosch. Also das hier war gerade Zufall. Ich habe das Lager halt hier gefunden und da war halt der Typ. Und deswegen habe ich die Aufgabe angenommen. Das war eine Nebenquest. News. Raupe zündet Kamel an. Eine leidenschaftliche Streamerin, welche auf den Namen Raupe hört, hat ein armes Kamel nahe der Stadt Kairo angezündet. Should happens. Versprochen in progress. Ich bin auf dem Weg. Ja, wir sind gerade straight auf dem Weg. Automatisches Laufen? Ja, kannst du nutzen. Musst du nicht. Das ist tatsächlich automatisches Laufen. Das einzige Ding ist halt, dass die Wegfindung manchmal ein bisschen schwierig ist. Aber es ist halt schön, weil du kannst dich zurücklehnen, du kannst dir die Umgebung angucken, was halt echt nice ist. Du kannst halt einfach mal entspannt rumgucken. Statt die ganze Zeit dich aufs Reiten zu konzentrieren. Das hat schon viel Schönes, finde ich. Der Weg ist halt dann meistens nur länger, ne? Man sieht das hier gerade. Er kürzt halt hier nicht ab, sondern er läuft wirklich den Weg. Also die Straße. Aber was soll's. So, ich weiß, wie meine 2 Wochen Weihnachtsurlaub aussehen. Zwischen den Weihnachtsferien. Ich laufe auch immer automatisch, wer nicht? Ja, ja. Ich atme auch automatisch. So, Missionsziel ist in der Nähe. Wir haben haufenweise Hyänen, das ist ja ein Traum. Da ist ein Schatz, den können wir uns gleich mal markieren. Erstmal schnappen wir uns die Hyänen. Oh. Bei den zahlreichen Unfällen weiß ich überhaupt nicht, was du meinst, Onkel. Ist noch nie was passiert hier?
Ich weiß halt immer noch nicht, wie ich am besten gegen so eine Horde von Tieren klarkomme. Ne? Das ist immer noch so ein bisschen kritisch. Nein, solange sie mich nicht sehen, ist ja noch alles gut, aber sie werden mich gleich sehen. Okay, einer ist noch übrig. Na? Okay. Das ging ja. Ich atme hoch automatisch. Wir sind uns so ähnlich. Jetzt, wo Buletti wieder da ist, denke ich gerade an eine gewisse Kolonie mit Santi, Buletti, eine völlig unnütze Raupe und Wolf, der die halbe Kolonie im Alleingang aufgebaut hat. Rim, rim. Remedy Rim. Ich sag Rim, Rim, Remedy Rim. Wolf ist schuld, hat mir auch was zu essen bestellt. Barosch, was gibt's denn bei dir? Unschuldige Tiere. Ja, was muss? Gordon, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Mal eben was trinken. Oh, wow. 0815 wieder. Völlig fehlinterpretiert. Frechheit. So. Dann haben wir nämlich gerade mal den Hyänenbau. Hier ist aber noch... Hier muss noch ein Tier sein. Huch. Hier muss noch eins sein. Eins fehlt. Ach, da ist es. Das ist da oben? Wieso ist das so weit weg? Von seiner Herde? Das macht überhaupt keinen Sinn. Von seinem Rudel, Entschuldigung. Herde ist im Fall von Hyänen vielleicht ein bisschen falsch formuliert. Das ist ja merkwürdig. Das ist also die Höhle der Hyäne. Aber keine Spur von Khalid. Meret hat nicht gelogen. Ich muss herausfinden, wo sie ist. Hol mich hier raus! Verdammt, ey. Sie darf mich nicht kriegen! Ich will nicht sterben! Also, ich habe jetzt ganz doll auf F gedrückt, ja. Und es hat nicht funktioniert. Warum sollte sie eines ihrer treuen Tiere einsperren? Okay, die Hyäne flieht. Hilfe! Hilf mir! Bitte! Oh, Menschenskinder, ist doch gut. Was? Gnade! Hab Dank, Magi! Die Hyäne, wo ist sie? Ich weiß nicht. Ich bin der Letzte. Die anderen hat sie schon vor Stunden geholt. Wo sind sie? Sie bringt sie um! Ich weiß es! Ihre Hände! Oh Götter! Ihre Hände sind voller Blut! Frieden, mein Freund. Du bist frei. Ich kümmere mich um Khaliset. Wo bringt Khaliset die Gefangenen hin? Was ist mit Skyrim, Heiner? Und was? Keine Bayamatte? Nee, bisher keine Bayamatte. Später. Ale-Burger mit Pommes und eine große Pizza. Oh, gönn dir, Varosch. Vergiss das Trinken. Lieber spielen. Weil ich verspeisen werde, war ein böser, böser Charakter. Bestimmt Wombat. Das würde mich sehr freuen, Roulette.
Bye-bye. Ich wünsche dir ebenfalls einen schönen zweiten Advent. Genieß das Wochenende noch. Bis zum nächsten Mal. Bye. Voll die Drama-Queen. Echt, ey. Gar nicht, was das soll. Null. Vor allem wird er gerade getötet. Weil wir die eine Hyäne nicht gekillt haben. Ich hab mal geregelt, ne? So. Was haben wir denn hier? Hiobs Grab. Sie hielt jedes Detail fest. Ah, sie ist noch nicht fertig. Dort werde ich sie finden. Ich gehe zu den Pyramiden. Kalisets Zeichnung. Eine Zeichnung der großen Cheops-Pyramide, die vermutlich von Kaliset angefertigt wurde. Sie scheint besonderes Augenmerk auf etwas zu legen, das sich unter dem Grab befindet. Bam! Level up! Level up! So, hier hinten haben wir noch ein bisschen Loot. Den nehmen wir noch mit. Wir lassen hier schließlich nichts verkommen. So weit kommst du? Hier hinten noch was? Hier so? Nö? Offensichtlich ihr Lager. Aber hier ist auch nichts weiter. Okay. Cool. Dann auf zur Pyramide. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Wieso sitzt dort noch was Goldenes? Hä? War das vorhin schon? PC verbinden kann oder eher wie... Brauche ich dafür ein Programm? Oh, das weiß ich nicht. Ob der PS3-Controller... Brauchst du ein Programm? Sagt Pyatech. Aber das kann ich dir echt nicht sagen. Mal nach Zahlen. Schöne Kinderzeichnung. Hübsche. Richtig schön geworden. Bisschen kurz googeln vielleicht. Heißt, ich darf Trigger? Ich weiß, was wir heute Abend spielen. Ich weiß, was wir heute Abend spielen. So, warte mal. Was nehmen wir denn jetzt hier eigentlich noch mit? Waffenträger. 2 Nahkampf. Das wäre vielleicht auch mal nicht schlecht, oder? Verspricht Turmschilde und wirft Gegner zu Boden. Den nehmen wir mit. Das geht mir nämlich echt auf den Kranz. Das hat mich schon die ganze Zeit genervt. Ah, nee, Onkel, nee. Nee, wir haben da was eingerichtet. Also der Sandro war die ganze Zeit dabei, was einzurichten. Es ist ja fast Weihnachten. Der Dezemberzeit. Ja, ich mach mich unbeliebt. Das ist mir egal. Minecraft gespielt. Yay! Snakebeat, mein Freund, einen wunderschönen guten Tag. Ah, ich freue mich, ich habe so Bock. Freue mich sehr. Sandro dazu gekriegt. Community-Server aufgesetzt. Community-Server funktioniert. Also Community, ja. Das ist kleiner Server. Wer Bock hat, sagt halt einfach Bescheid. Ne? Also so die üblichen Verdächtigen, falls da jemand von den üblichen Verdächtigen Bock hat. Das Modpack, was er vorhin gesagt hat, was... Ach so, ja. Ja, genau das, Onkel. Genau das. Ich sehe gerade, dass es in der Twitch-App geschrieben hat. Das habe ich gar nicht für voll genommen. Ja. Ja, genau das. So, warte mal, was machen wir denn jetzt hier? Was können wir denn noch? Waffenträger, das wäre halt... Wir müssten halt mal hier hoch vielleicht dann, ne? Hier so, um das hier, um diese ganzen... Um vielleicht auch mal da ein bisschen Schaden zu machen. Ja, komm hier, den drück mal auf jeden Fall mal.
Materialkäufer, Herstellungsmaterialien. Ah, okay. Gut. Komm du, Niti? Ach so, Community! Community! Ah, oh, sah so gleich. Pfui! Ja, Survive the Nights ist ja immer noch nicht. Ich kann es ja immer noch nicht installieren. Das kotzt mich ein bisschen an. Ich frage mich, was da so lange dauert. Liegt bestimmt an Steam. Ich wette, das liegt an Steam. MC mit Modpack also. Ja, Gordon, wenn du in die Twitch-App schaust, in der Twitch-App steht auch welches Modpack. Saubere Schlüpper auf die Bühne und hält ein Schild hoch. Heirate mich! Adios! Moin, Hallöchen! Ja, da ist eine richtig gute Mods drin. Ja. Onkel, er hat's mir schon gesagt, was alles drin ist. Es ist eigentlich alles drin, was ich mir so wünsche. Von einem guten Modpack. Was ich mir von einem guten Modpack wünsche. Ist echt gut. Die will uns verführen. Das hat doch nichts mit Verführen zu tun, aber dort unterhalten wir uns halt über alles Mögliche. Zum Beispiel auch sowas. Wenn man Assassin's Creed hat, naja, Christian, Abwechslung und so. Abwechslung ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Hien. Schon. Khaliset muss da drin sein. Die Raupe mit random zusammenhanglosen Kommentaren zu verwirren. Nein. Und Hello Neighbor bin ich mir übrigens echt nicht sicher, Onkel, weil die Bewertungen richtig schlecht sind. Die Bewertungen sind ganz schön kritisch. Also das soll ziemlich, ziemlich buggy noch sein. Ach, puh, ich hab's geahnt. Das war übrigens der Aufladangriff, den wir hier gerade geskillt haben, der auch Schild, der endlich mal durchbricht. Ist halt jetzt gegen Hyänen vielleicht. Alter! Nicht ganz so sinnig! F. Also ich drücke hier F, ne? Das kann sich nicht. Das scheint mit den Doppelklingen nicht zu funktionieren. Da macht er einen starken Angriff und dann ist aber auch wieder gut. Boah, Alter. Einfach mal die Demo testen, es gibt ja eine. Ah, okay. Ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht mache ich das. Kenne ich kein Real Life mehr und kein anderes Spiel. Das ist in Ordnung. Du! Wer wagt es zu stören, wo die Stille sie ereilt hat? Ein Magi, der über viele Dünen lief, um dich zu finden. Versteck dich nur, Hyäne. Doch dieses Grab wird dich nicht schützen. Ich verlange, dass du aufhörst. Kehre jetzt um, dann verzeihe ich dir die Störung meines Friedens. Sie war aber eine Störung des Friedens. Törichter Mensch, ich bin Isis, Bewahrerin der Magie. Hier leben die Götter und nicht du. Was für ein Spiel spielt sie hier? Das hier alles noch schön säuberlich mit, damit wir die Pyramide auch mal komplett ausgeräumt haben. Nämlich ganz vergessen beim letzten Mal, dass man ja auch hätte hier mal noch lang gehen können. Hinfort! Osiris darf nicht gestört werden! Ich finde dich! Diese Barriere. Was soll sie schützen? Ketzer! Der Wachsame ist im Schlaf! Geh nicht weiter, sonst tränke ich diese trockenen Ebenen mit deinem Blut! Zur Hölle ist das denn jetzt? Wo bin ich hier? Ein Grab unter einem Grab? Wasserschiff? Versteckst du dich hier, Hyäne? Welch grausamer Wahnsinn ist hier passiert? Ein dunkler Ort mit einem Fenster zu den Göttern. Was für ein Ritual will sie durchführen?
Noch warm. Und dieses rituelle Messer, das war eine Opfergabe. Opfergaben für Osiris, den Beschützer der Toten. Das ist ganz schön abgefahren. Gefühlt 100 Mods drin in dem Pack. Ja. Yeah. Entschuldigung. Vielleicht Shift auch gedrückt halten mit Controller. Habe ich auch gemacht, Gentoo. Hab Shift gedrückt gehalten. Hast du wirklich diese Doppelklingen benutzt? Gerade Schneesturm. Oh, super Gamer. Ich fühle mit dir. Hatten wir vorhin auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber wo wir heute draußen waren, war auch Schneesturm. Richtig schlimm. Dieser Sarkophag ist mit den Zeichen der Mutterschaft verziert. Und überall diese seltsamen Symbole. Khaliset hat diese Symbole gemalt. Wollte sie ihre Bedeutung verstehen? Ich glaube, ich weiß, welche dunklen Absichten Khaliset hier verfolgt hat. Khaliset hat ein Ritual begangen. Zuerst rief sie Osiris mit diesen Opfergaben an. Sie hat die Gefangene mit einem Messer geopfert. Und ihr Blut hat sie für irgendein dunkles Vorhaben aufgefangen. Sie hat versucht, aus diesen seltsamen Symbolen schlau zu werden. Sie muss sie in diesem Raum gefunden haben. Als sie die Symbole kannte, hat sie sie hier hineingeritzt. Und dann das Ritual mit einem letzten Gebet über dem Sarkophag vollendet. Khaliset scheint zu versuchen, einen Toten wieder zu erwecken. Aber wer liegt hier unten begraben? Öffne den Sarkophag. Natürlich! Mods drin. Bezüglich Mods immer sehr zurückgehalten in deiner Minecraft-Karriere. Nee, glaub mir, echt. Also Mods machen Minecraft so unfassbar genial. Was? Ja, stimmt. Das könnte ich vielleicht mal erwähnen. Wir haben den Kappa-Mod im Modpack aktiviert. Kappa-Mod bedeutet, dass der zwingt dich so ein bisschen dazu, dass du durch alle Mods durch musst, um vorwärts zu kommen. Also, dass die Rezepte quasi aneinander angepasst sind, schwerer sind. Was bedeutet, dass du die andere Mods benutzen musst, um irgendwas zu bauen und so. Lootbags mit bei ist? Nee, damit hat das nichts zu tun. Das Modpack hat ja Sandu ausgesucht. Aber es sind halt, also es sind, nach allen Mods, die ich so erfragt habe, sind halt alle drin, deswegen. Passt das schon. Sicher vorher gesagt, aber die Assassinenklingen hat er auch, oder? Natürlich, na klar. Ja, Christian, die Assassinenklingen hat er. Ja. Die benutzt er halt immer dann, wenn du so einen Schleichangriff machst, ne? Ich will mal ganz kurz. Neuübertragung. Segment 3. Zeitsynchronisierung läuft. Seit der großen Katastrophe sind 95 Tage vergangen. Der Bote spricht. Du fragst dich sicher, warum ich dich kontaktiere. Es steht geschrieben, weißt du, dass du kommst. In genau diese Kammer. Zu genau diesem Zeitpunkt. Die Wände erzählten deine Ankunft, als wir einst waren. Sieh sie dir an. Sind sie nicht faszinierend? Und wie diese Floagmirtland? Diese Wände erzählen eine tragische Geschichte. Eine Geschichte, die wir auf unsere Bauwerke und Artefakte schrieben. Eine Geschichte, die wir nicht ändern konnten. Ein Mysterium, das sich uns demonstrativ verwehrte. Ich finde den Sprecher sehr gut. Wir versuchten es. Unsere Wissenschaftler und Forscher. Poeten und Physiker. Helle Köpfe. Rebellische Herzen. Ich finde den Sprecher richtig, richtig gut. Sie alle bemühten sich, etwas zu verändern. Wir alle versagten. Keiner konnte ändern, was wir entdeckten. Die Geschichten, die in die Wände dieser Räume geschrieben sind. Von wem, wussten wir nie. Wir wissen, dass sie von der Zukunft erzählen, die ist, der Zukunft, die war. Und der Zukunft, die noch kommt. Und hier schicke ich...
Wir konnten keine Zeile verändern. Wir konnten keinen einzigen Punkt hinzufügen. Es war klar, wir sollten bestenfalls Boden sein. Aber Boden für wen? Für dich. Wir haben die Fähigkeit, diese Geschichten zu lesen, aus deiner ursprünglichen Vorlage entfernt. Eine Tür, die gleichzeitig ein Rätsel ist. Ich muss die Lösung finden. Dies waren Brutus' Worte, als er das Gewölbe unter dem Kolosseum besuchte, vor mehr als 2000 Jahren. Er malte das Gewölbe, skizzierte es so gut er konnte, aber er konnte nichts sehen. Genauso blind wie du. Du liest vielleicht deine Uhr, wohl auch Sanduhren und Kalender. Doch du begreifst nichts, was über diese primitive Oberfläche hinausgeht. Derzeit übersiehst du noch die wahre Auslegung der Zeit. Und so geht heute der Vorhang auf und die Geschichte zeigt sich, tragisch und vollständig. Du liest diese Wände vielleicht nie. Ereignisse spielen sich noch ab, wie sie geschrieben stehen. Doch etwas, irgendetwas muss sich verändern. Du verstehst nicht, was auf dem Spiel steht. Der Leser hat keine Macht. Er ist nur ein Beobachter. Doch der Autor. Der Autor erdenkt die Zukunft. Dem Autor gehört die Zukunft. Eine Zukunft, in der die Wände vermieden werden. Eine Zukunft, in der ein geliebter Mensch durch Hinzufügen eines neuen Kapitels wiederbelebt werden kann. Eine Zukunft, in der die Menschheit mehr ist als heute. Eine Zukunft, in der wir vielleicht alle zusammen existieren können. Wow. Krass. Das heißt, die versuchen mit diesen Symbolen, mit diesen Schriftzeichen tatsächlich die Zukunft zu verändern. Also zu schreiben, was passieren soll. Das ist ja krass. Was ein krasser Schritt. Ghost Rider Fee, hallöchen. Moin moin. Minutensteaks in Rotwein, Pfeffersoße, Apfelrotkohlen, Veggies, Potatoes. Oh, lass dir schmecken, Kirosho. Guten Hunger. Die einzig wahren Waffen, wo man mehrmals zuschossen kann. Da gibt's auch ein Tutorial. Kriegst nicht hin, Jintu. Du hast endlich eine funzende Pumpe gefunden, Onkel? Achso, Minecraft vermutlich. Jetzt der Pizza an den Kragen. Gönn dir, Varosch. Oh, ich freue mich auch so aufs Essen dann. Krass, Gordon. Bauzeit 3 Monate. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein Kind. Ach, Gott. Mein Kind! Dein Kind ist tot? Ist es nicht. Sie ruht nur vorübergehend. Du hast ihre Wiedererweckung gestört. Und doch verbündest du dich mit dem Orden. Zerstörst das Grab. Kralisset! Sprich meinen Namen nicht aus. Deine Lippen sind meines Namens unwürdig, du, der sie entehrt hat. Ich bin eine gute Mutter. Hier! Du bist mir nicht gewachsen, Wüstensohn! Die ist geflohen! Ey! Adam, kommst du zurück? Also wissen wir doch, was auf dem Spiel steht. Nee. Halt, hier ist noch Loot. Moment! Die entfernt sich doch nicht. Nee, die entfernt sich nicht. Dann können wir noch... Moment. Erst Loot. Sekunde. Kann ja nicht einfach hier alles liegen lassen. Das geht so nicht. So, noch was?
Da drüben. Ist sie ein Zauberer? Nee, ich glaube nicht. Johnny, moin. Noch was, da ist noch mehr. Verdammt. Naja, wir haben ja Zeit. Wir haben's ja nicht. Was? Komm und stell dich mir, Feigling! Irgendwo ist noch was. Da, dort. Lang nicht gesehen, doch wiedererkannt. Ja, oder? Läuft. Alles gut? Irgendwo ist noch was. Ich hab genau gehört. Wo ist es? Wo denn? Ich höre es, ich sehe es aber nicht. Mich veralbern? Das ist gemein. Jan, wie links? Ist aber nicht das Interagieren mit dem Teil hier, oder? Ich sehe es nicht. Ich höre das Geräusch, ich sehe es aber nicht. Da war es wieder. Ich habe keine Ahnung, wo hier noch was sein soll. Wer weiß. Ein bisschen krank. Nur zeitlich ein bisschen zu stalken, macht das ruhig. Tu das. Ja, oder ich habe auch keinen Strich gesehen, deswegen ja, Varosch. Hat mich halt auch ein bisschen... Nö. Eigentlich müsste ja dann dort Strich sein und so. Klar. Oh, du bist nicht besser als all die anderen, die vor dir kamen. Komm, kämpf, wenn du musst. Dein Blut wird bei der Auferweckung meiner Tochter helfen. Ich begrabe dich im Bett, nach. Alter. Oh. Bin nicht reingelaufen. Hab ich gut gemacht. Hab gut gemacht. Der Wind. Ein Sturm kommt auf. Die Mutti ist böse. Ja. Ein bisschen bezüglich dem Modpack informieren. Mach das, Gordon. Tu das. Ich kann hier noch so ein bisschen umgucken, aber hier ist nichts weiter. Okay. Nun zeige ich dir, was mit jenen geschieht, die das Grab meiner Tochter entweihen. Ja! Daneben. Scheiße. Huch! Ah, why not? Ich krieg dich. Scheiße. Oder auch nicht. Du versuchst das Unmögliche, Khaliseth. Keine Magie der Welt kann unsere Kinder zurückbringen. Wo sind die jetzt hin? Wo ist die blöde Kuh hin? Was? Wieso ist sie jetzt dort? Berge von Sand. Okay, Modpack läuft. Sehr gut, Onkel.
musst du reparieren. Wie reparieren? Du besiegst mich nicht mehr, Jai! Komm und stell dich mir! Aua! Von wo kam der Pfeil? Wo sind die? Hathor! Schütze mich vor diesem Wasser! Ich komme nur wegen dir, Hyäne. Die Götter haben nichts damit zu tun. Du bist in Esches Ruhestätte eingedrungen, Wüstensohn. Du hast die Götter selbst hineingezogen. Und nun teilst du das Schicksal aller anderen Eindringlinge. Den Tod durch meine Hand. Ach, da ist sie doch. Sehe ich sie wieder nicht mehr. Wo ist sie denn jetzt hin? Da ist sie. Ach, Puja! Reicht's. Na klar, rennt die weg. Meine Güte, du. Bye, bye, Brustex. Ich wünsche dir ein fantastisches Wochenende. Bye. Oder einen schönen Tag. Wandle ich nun unter den Toten? Yep. Ein gerechtes Ende. Du hast die Toten geschändet und den Mördern meines Sohnes geholfen. Alles aus reiner Selbstsucht. Nein. Das Kieselglas sammelte ich für sie. Es erweckt den magischen Stein derer, die vor uns kamen. Du hast ihn gesehen, oder? Nur die Sprache musste noch gelernt werden. Er ist nicht für uns bestimmt. Das macht nun keinen Unterschied mehr. Ich wollte meine Tochter beschützen, im Leben und im Tod. Ich habe versagt. Osiris! Führ uns wieder zusammen! Sie ist allein im Gefilde der Binsen. Muss ich auf ewig in der Duat verbleiben? Ich will nur meine Tochter zurück! Bitte! Mögest du deine Tochter im Jenseits finden, Harlyset. Möge der Fürst der Duat dich leiten. Vincent, einen wunderschönen guten Tag. Hallöchen. Und das weiß ich nicht, Wolf, ob da, wie das mit... Ist nicht. Boah, na, muss ja auch nicht. Sagt er, wenn er Schaden bekommt, zum Beispiel die Rüstung brennt. So anstellen. Hypercheat Twitch. Nee, also grundsätzlich sah die jetzt auch nicht so böse aus, aber naja, sagen wir es mal so, Bayek, also unser Hauptcharakter, tötet ja auch aus dem gleichen Grund. Ägypten und Assassin's Creed. Hava! Ja. Ja, allerdings. Das ist auch echt der Hammer. So. Wir haben ein weiteres Ziel ausgeschaltet. Ich schätze, hier werden noch 3 kommen, dann 2 und dann einer oder so. Oder nur 2. Na, wir werden sehen, wie das hier... Ich glaube, hier wird eine Pyramidenform draus am Ende. Glaube ich. So, ich würde gerne hier noch hin wollen, ehrlich gesagt. Was ist denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Was geht denn jetzt? Was denn? Toll.
hat Bayek jetzt Stimme im Kopf. Das ist ja fantastisch. Das hat mir gerade noch gefehlt. Oh, Schlange. Oh, ich hasse die Viecher. Naja, I am Setsuna incoming. Ich glaube auch Snakebee. Hellblade Flashbacks. Ist die Hitze. Kann auch sein. Okay, antike Tafel finden. Wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Die Geister der Toten sprechen zu mir. Juhai. Gütiger und glorreicher Ptah, akzeptiere dieses Opfer eines heiligen Stiers und lasse deinen Fluch nicht auf uns herabregnen. Wir sind einfache Männer und unsere Familien haben gehungert. Das ist die Wahrheit und wir bitten demütig um Vergebung für alle Vergehen gegen dich. Ist zu. Ist alles zu. Geht's hier weiter? Ah! Alles klar. Fata Morgana! Oh, Verborgener, zürne nicht. Wir werden sie finden und bestrafen. Jene, die deine Schlafkammer geschändet haben, sollen nie in die Gefilde der Binsen eingehen. Du Grabplünderer! Ja, ein wenig. Ein wenig. Twitch habe gestartet habe, läuft der Stream bei mir einwandfrei. Ja, ich weiß auch nicht, was das immer ist. Ich weiß nicht, was das immer ist. Verbindung mit Mutter Erde aufgebaut. Easy. Vielleicht ist Bayek ja Senuas Bruder. Das könnte sein. Achievement, wenn du eine bestimmte Halluzination siehst. Oh. Hey. Servus Dynamo, Hallöchen. Und danke nochmal für die ganzen Follows, die ganze Zeit kommen. Hyper G Twitch auch an dich, Dankeschön. So, hier geht's nicht weiter, ne? Alles klar, also nach unten. Komm, anzünden hier. Grabplünderei? Egal. Loot. Ja, sag ich ja. Genau meine Devise. Ne? Der See aus Feuer wird unsere Feinde verschlingen. Großer Eroberer, Plünderer, Herr der Blutseen. Mögest du diese Waffen gegen alle erheben, die sich dir in der Nachwelt entgegenstellen. Oh. Da hat er aber viele Waffen zu erheben, hm? Okay, wir können das hier bewegen. Ach so. Ja, macht Sinn. Wenn wir das hier drunter stellen, dürfte das nicht mehr kippen. Der Braten gerade war göttlich. Oh, Bombard. Lieber Cicero. Liebte Cicero, römischer Philosoph, aß Kuhäuter vorzugsweise ungekocht. Oh. Mhm. Wie, du stößt eine der kleinen Figuren um. Hab ich nicht gemacht. Loot! Loot!
und Loot, Loot. Der Moment, immer wenn es Klick macht. Das ist ein Boot, aber kein Wasser. Dynastie spielt dieses Spiel denn? Kurz vor... Ich glaube, kurz vor Jahr Null, Vincent, wenn ich mich nicht täusche. Was? Da passiert nichts, wenn du es dennoch machst. Ah, okay. Was? Oh, der Wolf setzt sich wieder zum Kamin in die VIP-Lounge des Hashtag Premium-Chat und lässt sich einen teuren Scotch von James bringen. Da gönnt sich wieder jemand. Dankeschön. So. Da haben wir es auch schon gefunden. Yay! Ich wollte ja eigentlich nicht die Fackel fallen lassen. Mal alles rundherum holen. Weil es ist eigentlich... Er sagt ja sowieso nur Schriftzeichen. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. 50 vor Christus. Caesar wurde 44 ermordet. Ja, das stimmt. Okay. Halt, da war schon wieder ein Geräusch. Da unten? Oh nein, habe ich da unten? Achso, nee, warte, das könnte so eine Klappe. Das ist, glaube ich, nur das Bewegen dieses Schrankes, was er mir dort anzeigt. Da müssen wir nicht nochmal hin. Hui! Yippie! Yippie! Hui! Sub-Zero 278. Vielen Dank. Für den Sub und herzlich willkommen bei den Flauschraupen. Mach's dir bitte gemütlich in deiner eigenen privaten Gummizelle im Kokon. Für dich gedrückt und geknufft und geknuddelt. Viel Spaß, vor allem in den Gemeinschaftsräumen, in der wundervollen Gruppendusche. Die anderen zeigen dir bestimmt gerne den Weg. Und ganz, ganz viel Spaß mit den Emotes. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Mal schnell noch was einkaufen. Mach das, Onkel. Rollenspiel in Ägypten. Der Grafiker von Assassin's Creed, das wäre toll. Es war der Schrank unter dem Boot, keine Sorge. Ja, genau, ne? Glaube ich auch. Glaube ich auch. Was? Wer will sich zwischen mich und meinen Loot stellen? Fort Mac. Oh, warte. Wir können wieder was craften. Ah, Armschienen. Ja, nice. Sehr, sehr gut. Ach so, Pompeius lebt gleich nicht mehr. Alles klar. Genau, erst dem Sub-Zero eine Seife geben. Ne? Für die Gruppendusche und so. Wichtig. So, sehr, sehr nice. Dann haben wir das ja auch geschafft. Das ist doch höchst erfreulich. Höchst erfreulich. Dann fehlt mir jetzt wirklich nur das eine noch. Eine goldene hier. Ich halt einfach echt partout nicht weiß, wie ich da hinkomme. Aber gut. Nicht so schlimm. Was wäre denn jetzt? Quatsch, das wollte ich nicht drücken. Was wäre denn jetzt das nächste? Was zu tun wäre. Daily machen wir heute nicht. Wir hätten hier übrigens noch eine Quest kostbare Freundschaft. Aber wir haben ja einen Auftrag. Und das wäre ja jetzt als nächstes
2300 Meter. Oh, das ist aber auch weit. Wo ist denn das? Waren wir da schon? Nee, da waren wir noch nicht. Okay. Die Maske der Echse. Und dann müssen wir nach Memphis. Alles klar. I was walking in Memphis. In Memphis. Da 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 da. Das können wir sicher besser. Wolf, ja, es wird viel gelürgt. Es wird viel, viel gelürgt. Es ist ja jetzt auch so Essenszeit und so. Ist ja schon mal so ein bisschen Verständnis haben. Aber du hast recht. Ja. Es war ein sehr kleiner Hype. Ein sehr kleiner Hype. Heiner sollte nicht sein. Im Zweifel nochmal neu laden. Essen, gute Idee. Kämpfchen, Hallöchen. Und ja, iss mal was. Ist immer eine gute Idee. Oh. Bewegung! Chef! Das ist kein Problem. So! Achtung! Lasst mich durch! Genau, Achtung! Lasst mich durch! Ach Gott, es ist so schön hier. Timmy! Moin! Hallöchen! Eine Goldene kannst du bei deinem Levelfortschritt noch nicht machen. Mich auch verwirrt. Ja, das ist ein bisschen gemein, ne? Wenn das nicht dasteht, wenn ich euch jetzt nicht hätte, würde ich das ja auch nicht wissen. Das ist fies irgendwie. Geht mir aus dem Weg. Das ist ein wenig fies. Na, ich liebe diese Landschaft. So schön, es ist Bewegung, so schön. Los! So ultra schön. Weg da! Hey. Die Leute auch ägyptisch sprechen, das finde ich auch toll, Vincent. Das gefällt mir auch richtig gut, dass sie eben immer mal ägyptisch sprechen zwischendrin. Ja, nee. Also in 10 Sekunden weiß ich es eh nicht mehr. Goldfisch-Syndrom. Hilf den Zivilisten. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Was geht denn jetzt? Wieso rennt er jetzt? Ach so, er hat gerade den Weg nicht gefunden. Das ist den ganzen Käsekuchen im Kühlschrank. Lange streamst du heute noch? Ich werde dann bald, relativ bald, eine Pause machen. Weil ja, Essen und so und mit Maya raus. Und dann sehen wir uns in, keine Ahnung, also ab der Pause so in 1-2 Stunden dann wieder. Irgendwann. Halt schnell essen, mit Maya Gassi gehen. Und dann sehen wir uns auch schon wieder. Aber dann eben mit Minecraft. So, den wollte ich noch hier schnell holen. Die Getreidespeicher hier wieder. Also von dem wir ausgehen, davon ausgehen, dass es Getreidespeicher sind. So richtig sicher bin ich mir da ja auch nicht. Kamel. Heiner, ich sehe dich. Alles, was du tust. Na klar, die ganze Zeit. Ist denn die Spielzeit? Also wenn du es auf 100% spielen willst, kannst du locker mit 100 Stunden oder so rechnen. Wette ich. Wette ich. Also ich weiß zwar von Sally, dass sie, also Sally ist ja Achievement-Hunterin, ne? Sie macht das auf der Playstation. Sie hat die 100%, glaube ich, gespielt und hat, ich glaube, sie hat nur 60 Stunden gebraucht. Ich glaube, ich würde deutlich länger brauchen. Deutlich, deutlich länger. Um wirklich alles zu sehen. Jedes Fragezeichen mehr anzusehen und so weiter, brauchst du richtig, richtig lange. Mit dem Besuch der Gruppendusche, bis du Pause machst. Genau, Barosch, sehr gut. Welches Spiel spielt ihr heute Abend gleich nochmal? Also Minecraft, das ist definitiv nicht. Doch, Gordon, doch, wirst du sehen. Am Anfang ist es ganz entspannt. Und man muss sich dann halt, was die Mods angeht, musst du dir halt einfach, du musst langsam dich reinarbeiten. So. Ich hatte am Anfang, fand ich das auch ganz schön krass. Aber wenn man sich so langsam in die Mods reinarbeitet, passt das schon.
Wieder on stream. Ja, vor allem war das gar nicht geplant. Ne? Wir wollten eigentlich wirklich nur für uns zwei so privat ein bisschen Minecraft daddeln. Und dann habe ich auch gesagt, ey, ich will Minecraft spielen. Sondern von Raupe, weil er sich zwischen sie und ihr Loot gestellt hat. Ja, so ist das. Gaming-technisch noch viel vor. Kirosho, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß. Hab einen fantastischen Tag, ein schönes Wochenende. Viel Spaß beim Zocken. Andi, moin, hallöchen. Dafür knapp 90 Stunden gebraucht, weil ich viel gereist bin, um die Landschaft zu genießen. Ja, na, also ich würd auch so... So 100 Stunden würde ich schon mal gut rechnen. Und dann bringen sie ja immer, das ist ja auch das, ne? Sie bringen ja immer wieder Content nach, ne? Es kommen immer wieder Quests und so, die man machen kann. Die Dailies hast du ja sowieso, aber gut, dafür sich dann jeden Tag einzuloggen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt, aber es gibt halt richtige Quests, die nachkommen. Ah, mal gucken. Aber es ist schon fett, ne? Also man kann sehr, sehr viel Zeit in Assassin's Creed stecken. Das ist herrlich, oder? Gib den Weg frei! Hey. Ruhe! Geht's oder was? Die packen zu! Ist das schön hier gerade? Hör auf, uns zu verführen! Doch, doch, Gordon, doch, doch. Ich würde mich ja freuen, wenn ein paar mit auf dem Server spielen. Würde mich ja durchaus freuen. Das ist eine Art MMO, was? Wir sind da. Memphis. Das ist Memphis? Ich sollte direkt mit Pascheremta sprechen. Er ist vermutlich im großen Tempel. Pavura, Pavura, Friede sei mit dir. Wenn du das sagst, wird das so sein. Ich würde bloß gerne die Schnellreisepunkte finden. Assassin's Creed? Nein, das ist kein... Nee, das ist kein MMO. Nein, nein. Wie geht es dir, Nepp? Genau, Götterprüfung meine kommt, Kinder ne? Genau. Meine Kinder gedeihen, laufen die Tennessee sieht komisch aus. Nee, das nicht. Oh, Entschuldigung. Eine schöne Stadt. Aber sie riecht wie ein Schlachtfeld. Oder ein Grab. Sagen, so schön finde ich sie jetzt ehrlich gesagt nicht. Ist da drüben der Punkt, wo ich hin soll? Vermutlich. Komme ich denn da hin? Drüben kam mir vermutlich gar nicht, oder? Oh! Entschuldigung! Sorry. Wie, du kommst ja nicht hoch. Stell dich mal nicht so an, Freunde. Stellen wir uns mal nicht so an. Er kommt da echt nicht hoch. Er stellt sich halt an. Muss ich hier hoch? Achso, das bringt mir bloß nichts, hier hochzukommen. Das ist ja schön. Ja. Zu wieder gucken, wo die Risse sind. Das ist das echte Memphis. Ja, genau, das echte Memphis. Nicht das Tennessee Memphis. Zack. Riesig, vor allem durch so viel Wasser überall getrennt. Ist ja übel. Oh, das mit dem Nebel ist natürlich herrlich hier. Das wertet das grafisch schon nochmal ganz schön auf. Ganz schön sumpfig, scheint mir.
scheint mir sehr sumpfig hier. Das Ganze. Ja, was? Was hast du gesagt? Ach, wir können mal gucken, ob wir unser Zeug wieder aufwerten können. Gerade mal ein Schmied ist. Hallo! Was interessiert dich heute? Aufrüsten, wenn's geht. Nee, nicht nach Kategorie, eigentlich nach... Genau. Oh, das wird aber jetzt teuer langsam. Guck mal, wie viele Drachmen wir brauchen. Das ist jetzt auf unsere Stufe zu bringen. Holy. Den würde ich halt auch gerne noch mitnehmen. Ich weiß nur immer noch nicht, ob ich genügend Plunder habe. Um die 100 voll zu kriegen. Ne, wegen dem... Gibt es doch so ein Achievement irgendwie? Kann das hier mal jemand durchzählen, bitte gerade? Questreihe kaufen habe ich gemacht. Musste dann feststellen, dass diese bereits im Season Pass enthalten war. Warum? Das möchte auch sein, dass die im Season Pass drin ist. Eins der Palast des Pharaos. Slaps and Beans, was? Nee. Lorke hier, Lorke da, Dreck, Abfall, keine Kanalisation. Ja, das ist bestimmt hart eklig gewesen. Deswegen das viele Wasser. Ja, es macht Sinn. Biergelage mit garantierter Absturzgarantie. Oh, ich wünsche dir ganz viel Spaß, Animus. Single- oder Multiplayer-Spiel? Singleplayer. Auma, Singleplayer, Assassin's Creed. Singleplayer. Ja, mal. 5, 6, 7, 10, 14, das hier sind 20 dann, 24, 30, 35, 40, 45, 50, 53, 54, 57, 61, 65, 67. Das könnte echt knapp werden. 87, 89, 91. Es könnte... Ich glaube, es reicht. Ich glaube, es sind über 100. Gerade in der ersten Version spielbar. Sehr geil, muss ich sagen. Okay. Hast du mir mal... Andi, haust mir das mal in die Twitch-App oder whisperst mir oder so? Angry Hidden, moin. Ich glaube, das reicht. Und genau 99. Bist du dir sicher, 6er Pasch? Ich glaube, es sind mehr. Screamworm, moin. Queres Mal, hallöchen. Rick, hallöchen. Achso. Weil das gerade zu dem Zeitpunkt war. Ja, ich glaube, deswegen fand ich das blöd. Das kann schon gut sein. Gute Reise. Das, da ungünstig fand. Magst du Bratwurst, klar? Natürlich. Henry stinkt. Tu ich nicht. Tu ich nicht. Tust du wohl. Henry stinkt. Osiris, deine Glieder überdauern. Du kennst keine Verderbnis. Oh, Entschuldigung. Kommt ihr? Kann er hier hochklettern? Oder stellt er sich da wieder an, wie der erste Mensch? Nee, kann. Eher feine Varosch. Eher feine. Also es gibt auch grobe, die gut ist, die ich gern esse, aber eher feine. Yippie!
Screamo, vielen lieben Dank für den Resub. Moop, vielen lieben Dank für 8 Monate im Kokon für dich gedrückt und geflauscht und geknufft. Du bekommst dein eigenes, wundervoll flauschig gefliestes Marmorbad. Gönn dir. Nimm also ein heißes Bad, das ist um die Jahreszeit sehr, sehr praktisch. Aber besuche uns bitte ab und an noch in der Gruppendusche, das wäre sehr schön. Vielen, vielen Dank, danke schön. Ob es wie Currywurst? Oh, lass es dir schmecken, ich freue mich dann auch schon aufs Essen. Ich freue mich auch schon aufs Essen, echt. Walking in Memphis. Sehr schön. Danke, Anni. Kriege ich jetzt einen Diener? Nee, aber ein Bart. Mein Bart ist doch auch schon mal cool. Mann, kann ich wirklich nur an der einen Stelle runterspringen? Das ist blöd. Das ist doch blöd. Ah, ist der Heuhaufen. Hui! Einer? Was? Was? Ich hab nichts gemacht. Der Ausblick ist immer der Hammer von den Punkten. Absolut. Er wird sich noch verletzen. Nein, ich verletze mich doch nicht. Manchmal würde ich halt gerne langsam laufen. Wie ging denn das? Das ging irgendwie. Der konnte langsam laufen. Ich weiß noch nicht mehr, welche Taste das war. Bin bereit. Weiß nicht mehr, wie es geht. Magst du das? Ja, aber natürlich. Ich mag auch Döner, ja. Ja, das hier ist ja der Palast. Die heilige Kuh. Die heilige Kuh. Ah, jetzt ist gut. Alle diese Fragen nicht mehr beantworten. Du da! Halt! Ist schon was ganz Besonderes, hä? Sinn! Ist wie Halt. Ich geb dir gleich einen auf Halt. Magst du mit... Oh, mit Brot. Heiliger Stier. Kühe war Hinduismus. Magst du Screamwürmer? Solange sie nicht zu laut schreien. Klar. Vielleicht fehlt noch ein Teil des Rituals. Ich will nichts mehr davon hören. Glaube mir bitte, wenn unser Kind stirbt, sterbe ich. Nein, mein Lotus, sag bitte nicht sowas. Ich suche jetzt den Seher auf. Jetzt lass mich in Ruhe. Priester. Ach, Bayek. Tut mir leid, Ich suche nach der Echse. Oh, die Echse. Eine weitere Plage für Memphis. Diese Stadt verwelkte unter einem finsteren Fluch. Krankheit, Pestilenz, in der Luft der giftige Gestank. Der Apis-Stier war so krank, dass er fast starb. Die Götter haben uns verlassen. Die
Menschen erwarten Antworten von mir, aber ich bin doch genauso ratlos. Pasch! Apis, wie haben wir dich nur erzürnt? Pasch! Der Fluch trifft sogar mein eigenes Haus. Meine Frau Talmotep hatte bereits 3 Fehlgeburten in diesem Jahr. Sie ist wieder schwanger, aber wenn sie das 4. verliert... Ich sehe mir den Fluch mal an. Der Seher meiner Frau kann helfen. Sein Haus liegt im Südwesten. Wenn die Götter verantwortlich sind, kniee ich neben dir und erwarte ihren Richterspruch. Ziemlich nice. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, das wird sehr gut. Ich denke, das wird sehr, sehr gut. Eldrihal, einen wunderschönen guten Abend. Guten Tag. Schon wieder getan. Über 3 nicht auf dem Bau sind. Ah, das stimmt nicht ganz, Gordon. Ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Aber jetzt ist Pause. Lange Pause. Meine Lieben. Nico Pixus, Hallöchen. Auch du kommst leider zum Beginn der längeren Pause. Ich muss etwas essen. Und Maya muss Gassi. Aber hauptsächlich muss ich was essen. Andere sagt, ich schaue mir den Fluch mal an. Jetzt Pause. Naja, hallo, ich muss auch mal am Tag was futtern, Leute. Echt? Kann ich den ganzen Tag ohne essen? Das geht so nicht. Das funktioniert so nicht. In der Zwischenzeit. Wo schicke ich denn euch mal hin? Wo schicke ich euch denn mal hin? Ich schicke euch zu Rava. Ich schicke euch zu Rava rüber. Rava spielt auch Assassin's Creed, so wie das aussieht. Glaube ich. Ich hoffe, sie ist jetzt nicht gerade in der Pause, wenn ich jetzt rüber schicke. Aber bei ihr ist es, wenn dann, nur eine kurze Pause. Ja. Nur eine kurze Pause. Wann ich wieder da bin? Ich denke mal so 1,5 Stunden vielleicht, circa. Ich denke so 1,5 Stunden. Brauche ich. Vielleicht auch 2. Einfach ein bisschen aufpassen. Ne? Ich werde auch in der Twitch-App nochmal schreiben, wegen The Minecraft und so, wegen Whitelist etc. Ihr wisst Bescheid. Und ich hoffe, wir sehen uns nachher wieder. Ich freue mich drauf. Viel Spaß bei Ravaris in der Zwischenzeit. Und sollten wir uns nicht nochmal wiedersehen, wünsche ich euch einen fantastischen Samstag. Bis später!